Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ich hoffe, Sie haben sich gut gestärkt, sich ein bisschen die Beine vertreten, vielleicht auch ein bisschen Wein getrunken, beziehungsweise der Weinprobe gelauscht und da auch ein bisschen was mitgenommen. Ich würde gerne weitermachen jetzt mit einem Thema, nachdem wir uns am Vormittag ja sehr um das Thema Customer Journey, Kundenansprache etc. Dem gewidmet haben, würde ich gerne mit diesem großen Feld New Work weitermachen, das ja inzwischen fast so ein bisschen zu so einem Buzzword geworden ist, und mal den Blick nach innen werfen, nach innen in die Organisationen rein, den Blick nach innen in die Unternehmen. Wie arbeiten wir eigentlich vor der Pandemie, seit der Pandemie, mit der Pandemie? Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Wie werden wir zusammenarbeiten? Was bedeutet Führung? Wie ändern sich da auch viele Themen gerade? Und dafür habe ich mir einen Experten geholt, Michael Trautmann. Er war auf Agenturseite, er war davor noch auf Unternehmensseite, er kennt diverse Unternehmen von innen und inzwischen hat er sich ganz dem Thema New Work verschrieben. Er ist Host des Podcastes Our Way to New Work und ist gerade auch dabei, rund um diesen Podcast noch ein viel, viel mehr, eine ganze Plattform sozusagen aufzubauen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und dass wir das Thema New Work mal so richtig angehen und damit aufräumen, dass es nur bedeutet, ich arbeite vom Homeoffice aus oder mache so digitale Events wie wir gerade. Herzlich willkommen, Michael, schön, dass du da bist. So, ich würde sagen, wir gehen gleich in medias res, oder? Wir vergeuden keine Zeit, wir fangen gleich an. Und, Hallo, liebe Lena, kannst du mich sehen und hören? Ich kann dich nur... Ja? Ja, alles super. Ich sehe dich und ich höre dich. Offensichtlich hörst du mich nicht. Ich höre mich doppelt und mit Zeitversatz. Ich höre mich doppelt und mit Zeitversatz. Das ist ganz schlimm. Was mache ich jetzt? Vielleicht einfach nochmal. Ich höre dich doppelt und mit Zeitversatz. Nee. Ja, doch, ich höre dich, aber mit Zeitversatz. Ah. Vielleicht nochmal rausgehen und nochmal neu kommen. Gerade eben hat es nämlich funktioniert. Darf ich mal einen Blick auf meine Regie? Dann geht er nochmal. Gerade ging es, jetzt geht es nicht mehr. So. Wird nichts. Geh mal raus, ganz raus, mach alles zu. Ja, jetzt ist er weg. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und dann kommt er hoffentlich wieder. So viel hat er hoffentlich noch mitbekommen. Gerade eben im Test hat nämlich alles reibungslos funktioniert. Aber so ist es offensichtlich. Dann warten wir jetzt einfach. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jetzt müssen wir ihn wiederholen. Also, während die Regie Michael Trautmann hoffentlich wieder einsammelt, überbrücke ich jetzt die Zeit einfach noch ein bisschen, um Ihnen zu erzählen, dass wir im nächsten Jahr mit der W&V Make natürlich weitermachen. Wir planen derzeit 4 bzw. 5 Veranstaltungen und werden im wahrscheinlich schon Ende März wieder starten. Aufgrund der aktuellen Vorkommnisse und Geschehnisse gehen wir wahrscheinlich davon aus, dass wir erstmal wieder im Digitalen starten werden. Ob wir dann gegen Ende des Jahres zurück ins Normale, zurück ins Vor-Ort-Sehen gehen werden, das werden wir sehen. Darauf hoffe ich ganz stark. Aber sicher ist es natürlich nicht, aber wir haben ja in diesem Jahr so wahnsinnig viel gelernt und ich merke schon an Ihnen und an Ihrer Bereitschaft, sich zu einzubringen, zu kommunizieren, eben über diese diversen digitalen Tools, wie sehr Sie gelernt haben, damit umzugehen. Ich kann mich sehr gut an unsere ersten Versuche erinnern mit der W&V Make am Anfang des Lockdowns, als wir alle noch vor uns hin gestolpert und gestochert sind und versucht haben, das Beste draus zu machen.
und ganz viele Teilnehmer noch sehr, sehr zurückhaltend waren, wenn es darum ging, ihr Video zu sharen oder Fragen zu stellen. So, hallo Michael, sieht es jetzt besser aus? So richtig scheint es immer noch nicht. Jetzt, kannst du mich jetzt hören? Ja, ich höre dich. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich und sehe dich auch vor allem. Ah, das hat eben nicht geklappt. Super. Ja. Sehr gut. Naja, manchmal hängt es irgendwie. Das ist auch cool, dass jemand, der irgendwas zu New Work sagen will, nicht mal Remote Work hinkriegt. Aber we're working hard on it. Okay. Aber ich habe dich ja eingeführt damit oder habe ja darüber gesprochen, dass New Work eben nicht nur oder dass es zu einfach wäre zu sagen, New Work ist Remote Work. Insofern sei es. Wunderbar. Das ist manchmal auch die Technik, die aber einen Strich durch die Rechnung macht. Aber lass uns gleich in Medias Res gehen. Lass uns gleich anfangen. Jetzt bist du hier. Ich freue mich sehr darüber, dass du da bist. Und mal vor allen Dingen mit so einer Art Begriffsdefinition. Ich habe es gerade schon in meiner Anmoderation gesagt, das Thema New Work ist inzwischen so zu so einem Buzzword geworden. Und es gibt schon Menschen, die rollen irgendwie mit den Augen, wenn sie das Thema New Work nur hören. Vielleicht kannst du mal eine Definition oder deine Definition auch von New Work geben. Ja. Was ist denn das überhaupt? Was versteht man darunter? Zum ersten Mal in Begegnung mit dem Begriff bin ich wahrscheinlich wie jeder gekommen, im Zusammenhang mit Remote Work, mit Mate-Tee-Kühlschränken, Tischtennisplatten, keine Meetings nach 5 und solchen Sätzen wie wir dürfen Hunde mitbringen. Also Dinge, die irgendwie Büroarbeit oder überhaupt Arbeit etwas menschlicher machen sollen, das begegnete mir als alles als New Work. Bis ich dann irgendwann angefangen habe, vor 4 Jahren mich damit tiefer zu beschäftigen und dann Fridtjof Bergman gefunden habe. Das ist der Mann, der diesen Begriff in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts geprägt hat und der damals eine Utopie formuliert hat. Er hat gesagt, New Work werden wir brauchen, weil immer mehr Menschen durch Technologie überfordert sein werden und wir werden in Zukunft Menschen dann haben, wenn es kommt, diese Utopie, die ein Drittel ihrer Zeit nur noch mit Erwerbsarbeit verbringen, ein Drittel ihrer Zeit mit dem Herstellen eigener Dinge und ein Drittel ihrer Zeit mit Dingen, die sie wirklich, wirklich wollen. Und er sagt auch immer, wirklich, wirklich wollen. Diese Utopie ist natürlich nicht so eingetreten, aber vieles von dem, was er gesagt hat, ist wieder aufgetaucht. Zum Beispiel das, was er mit wirklich, wirklich wollen meint, die Suche nach Purpose, nach Sinn. Das selber herstellen, natürlich auch mit immer mehr Menschen, die eben auch versuchen, Selbstversorgung zu praktizieren. Und natürlich auch die Prognosen darüber, dass Arbeit weniger wird. Und das, was ich jetzt in meiner Arbeit mit dem Podcast für mich als Definition habe, ist eben der Versuch, beide Pole, dieses etwas Oberflächliche mit dem sehr Utopischen zu verbinden. Für mich ist New Work die Suche nach mehr Sinnerfüllung im Arbeiten, das erfordert einen neuen Leadership-Begriff. Da bediene ich mich immer dem Begriff des Servant Leaders, auch aus den 80er Jahren, also eine Führungskraft, die sich eher in den Dienst der Sache stellt und nicht nur primär die eigene Karriere im Fokus hat. Dazu gehören neue Organisationsformen, die weg von Taylor hin zu mehr Eigenverantwortung gehen. Der Carsten Kühn von Hornbach hat es mal so formuliert, wir führen unser Unternehmen nicht mehr von oben nach unten, sondern von außen nach innen. Und dazu gehören natürlich auch ganz viele Tools, viele Kommunikationstools, die uns das Arbeiten miteinander, also die Collaboration, erleichtern sollen. Das ist so mein Begriffsverständnis. Und bis ich dann am 1. Mai nächsten Jahres mein Buch fertig habe, über das ich seit 3,5 Jahren rede, wird es das noch ein bisschen griffiger geben. Gut, du hast jetzt gerade schon einen Haufen Themen angeschnitten, zu denen wir jetzt hoffentlich in den nächsten Minuten auch noch ein bisschen näher kommen. Aber vielleicht im Voraus mal, was hat denn Corona mit dem Begriff beziehungsweise auch mit den Rahmenbedingungen gemacht? Ja. Also es ist natürlich so, wir mussten plötzlich alle ins Homeoffice, wir mussten plötzlich remote arbeiten, aber auch so ein bisschen, was bleibt? Wo befinden wir uns gerade? Es gibt natürlich jetzt die ganz große Diskussion darüber, was macht in Zukunft noch ein Büro für einen Sinn. Ne? Also Remote Work, haben wir gemerkt, geht auf einmal ganz schnell, wenn alle müssen. Das hat der Mark Reed, der CEO von WPP, gesagt, dass wir das, was wir in 10 Jahren nicht geschafft haben, musste jetzt quasi auf Ansage innerhalb von wenigen Tagen funktionieren, hat auch funktioniert. Die meisten können mittlerweile damit arbeiten und jetzt kommen so ganz schnell Reaktionen, ja, dann können wir ja die Hälfte unserer Büroflächen abmieten und das ist dann auf einmal der neue Standard. Und ich glaube, es ist so Chance und Fluch zugleich. Viele sagen, okay, damit ist alles erledigt, mehr brauchen wir nicht als das.
Und andere sagen natürlich, okay, das ist aber nur die Hälfte der Miete. Also Remote Work ist gut und macht auch für viele Menschen Sinn, aber das Büro macht auch Sinn, und zwar immer dann, wenn Menschen zusammenarbeiten wollen, kreativ arbeiten wollen, soziale Interaktion ist, dann macht so ein Büro schon noch Sinn. Und ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten herauszufinden sein für jedes Unternehmen, wie viel Remote ist gut, wie viel Büro wird noch gebraucht. Ich glaube auch, dass es weniger sein wird. Und es besteht schon eine große Chance, die wir jetzt haben, weil eben alle Menschen gesehen haben, wow, wenn wir wollen, geht da viel mehr als das, was wir bisher hingekriegt haben. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass das eher ein Turbo ist. Gibt aber auch schon Leute, die sagen, kann Rohrkrepierer sein, wenn dann danach alles wieder back to normal ist und die Leute eben das, was wir jetzt so an Fortschritten geschafft haben, nicht mehr realisieren. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Kannst du mich noch sehen und noch hören? Ja. Wunderbar, dann ist gut. Sehr schön. Irgendwie ist dein New Work Home Office heute instabil. Kann nicht meins sein. Da ich bin im Appartementum in Hamburg. Das ist die schnellste Internetleitung des Landes, wurde mir gesagt. Also kann eigentlich nicht sein. Vielleicht sind so viele andere mit drinnen, ja, und verstanden. Aber ich höre dich. Wunderbar. Ja, also von daher, also es hat eine Menge gemacht. Es zeigt, hat Chancen auf. Es hat aber auch gezeigt, wo wir aufpassen müssen. Es gibt von vielen Unternehmern, höre ich, es gibt dann viele, die sich verstecken zu Hause, vereinsamen, sich in den Zoom-Calls oder welches Tool wir auch immer benutzen, nicht zeigen, nicht sprechen. Es gibt Beobachtungen, dass die vorher schon mehr performt haben, jetzt überperformen müssen, teilweise sich auch überarbeiten. Also ich glaube, es tut gut jetzt dran, wenn wir jetzt anfangen, wenn wir vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten ein bisschen Normalisierung kriegen, das wirklich tief zu analysieren in den Firmen und zu gucken, was davon gilt es auszubauen, zu bewahren, was gilt es weiterzumachen. Aber ich glaube, es gibt viele tolle Learnings. Ich habe auch mit klassischen Führungskräften, die sehr so drauf waren, okay, ich muss meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen und kontrollieren, also dieses Büro als Aufbewahrungs- und Kontrollanstalt dafür, ob Mitarbeiter arbeiten oder nicht, gesehen haben. Die haben auch gesehen, ja, funktioniert. Es gibt so ein paar Leute, heute Morgen Gabor Steingart hat eine Studie zitiert, das ist alles ganz furchtbar und 60% der Führungskräfte meinen, dass die Menschen weniger arbeiten. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass viele, viele mehr arbeiten. Und es gilt, glaube ich, jetzt daraus einfach zu lernen und dann das Gute mitzunehmen und das, was eben nicht so gut funktioniert, auch wieder zurückzudrehen. Du hast jetzt gerade das Thema Leadership angesprochen, sprich auch jetzt völlig unabhängig vom Homeoffice, aber das spielt dann natürlich auch mit rein, ist die Frage, wie definiert man Führung, wie definiert man natürlich auch Hierarchien, und es geht bei dem Thema deiner Meinung nach eben darum, nicht mehr dieses hierarchische Führen, ich bin der Chef, der Teamleiter, der wer auch immer und gebe Dinge vor, verteile Aufgaben, setze Deadlines etc., sondern es ist eine andere Art des Führens. Kannst du da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, damit man sich darunter vorstellen kann? Also es wird sicherlich auch in Zukunft noch Führungskräfte geben, die sehr hierarchisch arbeiten, und es mag auch noch Unternehmen und Konstellationen geben, wo das auch funktioniert. Insgesamt sehen wir aber eine große Entwicklung hin zu viel mehr Selbstbestimmung, und das hängt damit zusammen, dass das Führungsverständnis, was wir so auch noch an den Unis gelernt haben, sehr viel weniger Komplexität eigentlich als Rahmenbedingung zu meistern hatte. Also früher war Arbeit einfach zerlegbar, und es konnten einige schlaue Leute sich überlegen, wie zerlege ich Arbeit, delegiere die an Leute, kontrolliere die dabei, also Command und Control. Und die Märkte sind zu komplex geworden, Technologien sind komplex geworden. Es kann heute ja kein Mensch alleine ein Auto bauen. Das sind 5000 Ingenieure, die das zusammen machen. Und früher hat das eben einer alleine in der Garage so quasi gebaut und entwickelt. Und das ist eben vorbei. Und deswegen setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass viel mehr Entscheidungskompetenz dahin gegeben werden muss, wo die Leute wirklich es beurteilen können. Und da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Ansätzen, bis hin zu Holacracy, einer Führungsphilosophie, die sagt, wir brauchen gar keine Chefs mehr, wir brauchen nur eine starke Unternehmensverfassung. Die ist sehr komplex und auch, glaube ich, nicht für alle Unternehmen geeignet, aber man kann sich schon auch dort was abgucken. Und es gibt für mich so zwei Bilder, die mir so eigentlich ganz gut gezeigt haben, warum es schlau ist, über neue Führung nachzudenken. Und das eine kommt aus diesem Holacracy-Kontext, einer der größten Befürworter, Tony Hirsch, der war Zappos-CEO, ist eines der größeren Unternehmen, die Holacracy eingeführt haben. Der hat gesagt, was ihn überzeugt hat, ist der Vergleich von Unternehmen mit Städten. Und zwar hat er gesagt, da gibt es Daten dazu, wenn sich die Größe einer Stadt verdoppelt, dann gibt es Produktivitäts- und Innovationsschübe.
Also Produktivität oder Innovation im Schnitt 15% plus, wenn die Anzahl der Bewohner einer Stadt sich verdoppeln. Und wenn das bei Unternehmen passiert, ist meist das Gegenteil der Fall. Und er hat sich gefragt, warum das so ist. Und viele Leute haben sich gefragt und gesagt, ja, eine Stadt ist eben organisiert. Nehmen wir jetzt mal die Corona-Zeit zur Seite, wo wir genau gesagt kriegen, mit wie vielen Leuten wir in welchem Abstand wo stehen dürfen. Aber in normalen Zeiten, wo sich die Verwaltung darauf beschränkt, Rahmenbedingungen, Regeln zu schaffen und möglichst den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, dort frei ihr Leben zu gestalten, zu entscheiden, ob sie in einem Haus wohnen, in einer Wohnung, ob sie kaufen, ob sie mieten, ob sie mit dem Bus zur Arbeit fahren oder in der Fahrgemeinschaft oder mit dem Fahrrad oder von zu Hause. Und dann kommen dieselben Leute ins Unternehmen und dürfen dann irgendwie einen Reiseantrag für 100 Euro über zwei Hierarchieebenen sich freigeben. Und das fand ich ein sehr schönes Beispiel. Und er hat eben gesagt, vielleicht müssen wir uns in Unternehmen auch mehr daran orientieren, denn dieselben Menschen, die eine Entscheidung treffen können, ob sie für 350.000 Euro sich ein Reihenhaus kaufen, die können vielleicht auch ein bisschen mehr als einen Reiseantrag ausfüllen und den ein Stockwerk höher tragen und darum bitten, dass sie den genehmigt kriegen. Zweite Beispiel, was mich sehr überzeugt hat, ist der Vergleich einer Ampel, einer Verkehrsampel an einer Kreuzung mit dem Kreisverkehr. So, die Verkehrsampel ist so ein bisschen das alte Führungsprinzip. Rot, du darfst nicht fahren. Grün, du darfst fahren. Wenn du es falsch machst, wirst du bestraft. Kreisverkehr heißt, du kommst an die Straße rangefahren, guckst vorausschauend, kommt jemand anders und entscheidest dann selber, ob du in den Kreisverkehr reinfährst oder nicht. Interessanterweise ist die Unfallstatistik, spricht für Kreisverkehr, deutlich weniger Unfälle und auch die Ökobilanz des Kreisverkehrs ist besser. So, das sind so zwei Beispiele, die mir irgendwie zeigen, Menschen scheinen mehr drauf zu haben als das, was wir ihnen zutrauen. Und deswegen muss und darf Führung sich verändern. Ich habe im Vorfeld einen Artikel von dir gelesen, da sprichst du darüber, dass sozusagen es auch was mit dem Bild, das man von einem Mitarbeiter hat, total viel zu tun hat, wie man führt und wie man vielleicht auch, welche Auffassung man von Führung hat. Ja. Dass sozusagen das alte Modell oder das bisher bekannte, hauptsächlich bekannte Modell eben ist, der Mitarbeiter ist per se faul und muss so ein bisschen zum Arbeiten gezwungen werden, muss eigentlich die ganze Zeit controlled werden, dass er auch was tut und kann deshalb eben nicht im Homeoffice sitzen, über seine Zeiteinteilung frei nachdenken und wenn, dann nur mit ganz starren Deadlines, bis wann er was und welche Zwischenschritte abgeliefert haben muss. Und ein ganz anderes Bild ist eben so ein positives Bild auf den Menschen, auf den Mitarbeiter, dass er per se arbeitswillig ist und per se Lust hat zu arbeiten und eher ambitioniert und dabei ist und eben nicht so zum Arbeiten getrieben werden muss. Das war für mich augenöffnendes Thema irgendwie, das mir so nicht bewusst war. Ja, das ist die Theory X im Vergleich zur Theory Y. Die Theory X sagt eben genau, wie du es gerade schön zusammengefasst hast, Menschen sind faul und müssen kontrolliert werden, wenn man irgendeine Form von Leistung möchte. Und Theory Y heißt eben, Menschen haben Eigenantrieb. Und da die Welt natürlich nicht holzschnittsartig nur in diese eine oder andere Richtung eingeteilt werden kann, wird es wahrscheinlich auch Zwischenformen geben und auch Zeiträume, wo ich eher in der einen oder in der anderen Gruppe unterwegs bin. Und Menschen, die innerlich gekündigt haben, tendieren dann vielleicht dazu, dass sie zum Arbeiten getrieben werden müssen. Aber ich glaube, Führungskräfte, die mit diesem Theory Y-Bild arbeiten, werden auch solche Theory Y-Menschen anziehen und werden mehr von denen haben als von den anderen. Und ich glaube, dass dieses Bild untrennbar mit den Ideen von New Work ist, nach mehr Verantwortung, nach Eigenbestimmtheit, Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsplatz, all diese Buzzwords, die dann kommen. Und ich bin großer Verfechter davon. Ich habe in meiner Karriere das große Glück gehabt, mit unglaublich vielen Menschen von dieser Theory Y zu arbeiten, die mich auch karrieremäßig zum Großteil überholt haben und dolle Wege gemacht haben. Und das ist so einer der ganz wenigen Sätze, die ich, wo sich so mein Studium mit meinem Arbeiten an dem New Work-Thema verbindet. Ich habe irgendwann mal einen einzigen Satz aus dem Studium wirklich mitgenommen, der hieß, erstklassige Führungskräfte scharren erstklassige Leute um sich und zweitklassige Führungsleute scharren drittklassige Leute um sich. Ne? Und das ist so ein bisschen in diese Richtung. Also jemand, der wirklich an Menschen interessiert ist und glaubt, Menschen sind notwendig, um Themen zu bewegen, und Menschen liebt, der wird eben auch Leute finden, die Dinge besser können als er selbst oder sie selbst.
Und Leute, die nur an der Karriere interessiert sind, werden immer gucken, dass sie kleinere Leute sich holen, damit die auf keinen Fall irgendwie mal an denen vorbeiziehen oder ihnen gefährlich werden können. Das heißt, jeder von uns jetzt hier heute kann mit einem Blick in die eigene Mitarbeiterriege ziemlich genau überprüfen, was für eine Art Führungskraft er oder sie eigentlich ist. Das Thema Homeoffice, klar, beschäftigt uns jetzt in der Pandemie total, wird uns aber höchstwahrscheinlich auch darüber hinaus zumindest in einem stärkeren Maße beschäftigen, als es uns vorher getan hat. Wie bringt man denn die Leute dazu, dass sie sich im Homeoffice wohlfühlen, also ja, da auch wirklich ankommen? Natürlich spreche ich jetzt auch das Thema soziale Kontakte, die irgendwie wegfallen, irgendwie an. Was für einen Job hat auch die Führung dabei? Ja, also es ist natürlich breites Feld. Es fängt ja damit an, dass nicht jeder zu Hause die Möglichkeit hat oder die gleich gute Möglichkeit hat, Homeoffice zu machen. Ne? Wenn ich irgendwie in einer kleinen Drei-Zimmer-Wohnung wohne mit drei Kindern und die springen dann, wenn die Schule auch noch zu ist oder Ferien sind oder wieder Lockdown ist, damit rum. Das ist eine völlig andere Voraussetzung als die, die ich hier habe. Ich habe jetzt das große, also für mich die großartige Lösung Büro, sehr großzügiges Büro, wo ich Workshops mit Teams durchführen kann und wohne in einem. Und ich sitze jetzt hier in meiner schönen Bibliothek und kann hier entspannt mein Zeug machen. Also erstmal muss, glaube ich, müssen Führungskräfte kapieren, nicht jeder hat die gleiche Voraussetzung. Und da sehr individuell mit jedem Mitarbeiter, den man führt, zu sprechen. Wie sind deine Voraussetzungen? Was können wir machen, um die zu verbessern? Brauchst du irgendwie einen Stuhl? Brauchst du einen Tisch? Brauchst du einen Stehpult? Es gibt ganz tolle Beispiele. Jan Bechler von Fink 3, die haben als erstes, nachdem der Lockdown kam, haben die einen Bus gemietet und haben den jungen Leuten, die haben gesagt, unsere jungen Leute haben keinen Schreibtischstuhl zu Hause, sind alle irgendwie 23 bis 29, haben den Tisch, einen Schreibtisch nach Hause, Monitor, Tastatur, all das hingefahren, haben denen andauernd Care-Pakete geschickt, haben Konzerte live gestreamt, nur für die eigenen Mitarbeiter und haben eben wirklich soziale Interaktion remote gemacht. Und ich glaube, auch die persönliche Ansprache ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich als Führungskraft mehr Zeit noch mit Kommunikation verbringt und wirklich guckt, dass man die Menschen einzeln erreicht und einzeln anspricht. Es gibt so ein paar Tricks, wenn man in Zoom-Calls ist, dass man in einem Meeting, dass jeder am Anfang so ein One-Word-Opening sagt, so wie, wo stehe ich gerade, wie geht's mir, dass man so wirklich jeden mal zum Sprechen bringt. Dass man auch abwechselnd und sagt, pass mal auf, heute lassen wir mal alle das Bild aus, weil heute ist Bad Hair Day und beim nächsten Mal jetzt mal, also dass man ein bisschen mit dem Medium spielt, nicht so sehr den Leuten immer sagt, du musst, sondern ein bisschen spielerischer das Ganze macht. Und ich glaube, wenn wir in die Zukunft gucken, dann glaube ich, dass gute Arbeitgeber auch wirklich in Technologie und Möbel und so weiter investieren dürfen für ihre Mitarbeiter, weil sie die ja auch irgendwo anders einsperren. Und es wird einen riesen Einfluss haben auf Büros. Also meine Prognose ist, dass in Firmen, die so, sagen wir mal, mit Wissensarbeitern viel arbeiten, sag mal die Zielgruppe, die jetzt hier zuhört, dass es da im Schnitt wahrscheinlich 50% weniger Bürofläche braucht. Die sollte dann aber besser sein, schöner sein, einladender sein, dass die Leute auch einen Grund haben zu kommen und dann gerne in Teams kollaborativ arbeiten oder auch meinetwegen in einer schönen Bibliothek mal in Ruhe arbeiten, um irgendeine Veränderung zu haben. Also ich glaube, es wird ganz viel machen und es bietet für mich aus meiner Sicht viel mehr Chancen, als dass ich da irgendwie Angst vor habe. Ist es aufwendiger oder? Ja, das ist aufwendiger. Das ist aufwendiger. Zu führen im Homeoffice? Es ist aufwendiger, aber ich glaube, wenn wir uns da erstmal dran gewöhnt haben und sehen, was es auch für Möglichkeiten bietet, eben nicht jeden Tag morgens eine halbe Stunde bis X und abends wieder da zu sitzen und zu fahren. Auch, sagen wir mal, dieses Thema Verstädterung auch wieder ein Stück weit aufzulösen. Wenn junge Familien sagen, pass auf, ich würde eigentlich gerne auf dem Land wohnen, aber ich habe keine Lust, jeden Morgen eine Stunde zu fahren, muss ich vielleicht auch nur noch zweimal in der Woche. Also ich glaube, es wird ganz viele Vorteile haben. Es ist jetzt erstmal, wir müssen jetzt erstmal lernen, weil es für uns alle neu ist. Ne? Und nur das technische Beherrschen von verschiedenen Tools reicht nicht aus, sondern die muss man mit Leben füllen. Wenn ich noch dran denke, wie das am Anfang ist, teilweise immer noch, wenn Leute sich so die Nasenlöcher von unten füllen lassen, immer schlecht ausgeleuchtet sind, das Unaufgeräumte hinter sich haben, da werden wir jetzt, glaube ich, alle ein bisschen lernen. Mein Podcast-Partner Christoph Magnussen hat gerade jedem seiner Mitarbeiter einen Koffer mit einem Equipment für einen vierstelligen Betrag gekauft, dass die immer perfekt ausgeleuchtet sind, tolles Mikro haben, weil er sagt, ich möchte, dass meine Kunden eben merken, wie toll kann dieses Medium Videocall eigentlich sein. Und ich glaube, da wird noch ganz viel mehr gehen.
was mich wahnsinnig begeistert in dieser Zeit, wie viele neue Tools ich kennengelernt habe, also auch sag mal so an Design Thinking Methoden angelegte Dinge wie Mural, wo man auf einem riesigen Board gemeinsam kreativ arbeiten kann. Also ich find vieles toll. Natürlich sind wir alle auch irgendwie nochmal privilegierter als die ganzen Menschen, die jetzt durch Corona wirklich völlig harte Belastung haben oder aber auch Existenzängste haben müssen. Sind schon ein Stück weit auch Luxusprobleme, die wir hier besprechen. Es kommt hier gerade im Chat eine Frage, die würde ich gerne reinschieben, ganz abgesehen davon, dass unsere Zeit auch schon dem Ende zugeht. Hanna Nischwitz fragt, woran kann ich von außen Unternehmen und Führungskräfte identifizieren, die New Work embracen und fördern? Man kann natürlich schon gucken, wenn ich mich jetzt für einen Arbeitgeber interessiere, dass ich mal gucke, die Führungskräfte mir mal auf LinkedIn angucke, ob die kommunizieren, ob die in irgendeiner Form, auch nicht nur auf LinkedIn, aber viele machen das heute so, sich zu dem Thema äußern, ob die mal Interviews dazu gegeben haben, da gibt es eine Menge. Und ansonsten würde ich wirklich auch ganz aktiv fragen, würde sagen, wie glauben Sie, dass sich in Ihrem Unternehmen Arbeit in der Zukunft entwickelt? Was haben Sie schon gemacht? Ich würde einfach wirklich auch hart fragen. Und es gibt aber immer mehr Firmen, und zwar nicht nur kleine, schnelle Unternehmen wie sowas in Einhorn in Berlin, die jetzt immer wieder als Beispiel genannt werden, sondern es gibt auch wirklich tolle Initiativen in großen Konzernen. Und ich glaube, so die Recherche per Google und auf LinkedIn zu gucken, was machen Führungskräfte, wie äußern sich dazu, das hilft schon, ja. Wie geht man das Thema denn an als Führungskraft, wenn man irgendwie sagt, okay, also es läuft alles, alle meine Mitarbeiter haben kapiert, wie diese ganzen Zoom-Calls etc. funktionieren, dass man da nicht immer nur im Schlafanzug davor sitzen sollte, und es hat sich irgendwie eingependelt so. Aber was ja viele eben nach diesen vielen Monaten des Homeoffices vermissen, sind diese sozialen Kontakte, ist dieses Treffen auf dem Gang oder in der Kaffeeküche. Also wie gehe ich denn sowas an als Führungskraft, wenn ich sage, okay, ich muss jetzt einfach mal schauen, dass ich die Leute mitnehme, dass ich eben, wie du es gesagt hast, die Eltern, die kreischenden Kinder unterm Küchentisch spielen haben, werden sie versuchen zu telefonieren, und aber auf der anderen Seite die Singles, die allein in ihrer Wohnung sitzen und überhaupt gar keinen Kontakt haben, vielleicht gehören sie noch einer Risikogruppe an oder so und gehen überhaupt nicht raus. Was kann ich denn für eine Initiative starten oder den Fokus drauflegen, mal anzufangen? Also ich glaube, was wirklich gut funktioniert, ist, wenn ich als Führungskraft auch allein mal das thematisiere und auch mal in der Runde diskutiere und sage, lass uns heute mal eine Stunde nicht über unser Geschäft reden, sondern lass mal eine Stunde darüber reden, was eigentlich das letzte Dreivierteljahr mit uns gemacht hat. Was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert? Also mit dem Team, was man führt, auch wirklich aktiv drüber reden. Und dann wirklich das noch, was ich vorhin gesagt habe, Einzelkontakte, ruhig sagen, ich rufe jeden oder mache einen Videocall mit jedem der mir direkt unterstellten Leute mindestens einmal in der Woche, wo ich direkt danach frage und gucke, wie geht es den Menschen. Ehrliches Interesse haben, mehr Fragen als Ansagen. Und ich glaube, sich selber einfach mal fragen, was macht es mit mir? Und dann sagen, okay, mich nervt es, also wird es wahrscheinlich die anderen auch nerven. Und dann irgendwie gucken, was kann man, eine Weihnachtsfeier wird jetzt ausfallen, aber ich habe jetzt schöne Beispiele gehört. Man holt irgendwie einen tollen Koch, der kocht in der Küche vor. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kriegen ein Paket nach Hause geschickt, wo dieselben Sachen drin sind. Vielleicht kriegt man es hin, dass die sich zu zweit treffen und zusammen kochen. Man holt einen Singer-Songwriter hinter dann noch ein Konzert. Also einfach gucken, was kann ich in dieser Zeit machen, um trotzdem Gemeinsamkeit zu haben. Und ich habe schon so tolle Zoom-Calls auch zu zweit gehabt. Ich habe mich mit einem ehemaligen Kollegen bei Audi auf ein Bier verabredet, abends eine halbe Stunde. Wir haben 3 Stunden gesessen und 6 Bier jeder getrunken. Wir waren total stramm danach, und es geht. Also einfach gucken, machen und natürlich auch versuchen, sich in echt zu sehen. Also ich halte viel davon, eben dann auch immer auch mal ins Büro zu gehen, dort, wo es geht und erlaubt ist. Und da kann der Führungskraft natürlich auch dafür sorgen und eben kluge Pläne machen, dass eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl haben, sie sind willkommen im Büro, aber auch keiner das Gefühl hat, ich muss jetzt. Also schon stark freiwillig, aber irgendwie auch Anreize schaffen. Klingt alles jetzt sehr, sehr einfach, ist in der Durchführung dann auch komplex, weiß ich. Kommt aber noch eine Frage, ganz abgesehen davon, dass hier schon Fanbekundungen laut wurden bezüglich deines Podcasts, den ich persönlich auch jedem ans Herz legen kann. Aber die Frage von Jana Dewitz war auch noch, ob du einen ultimativen Tipp hast für Führungskräfte, die komplett heterogene Teams haben. Also ich
vermute mal, damit meint sie vom Alter unterschiedlich. Die einen, die schon total digital sind und sagen, yeah, finde ich super Homeoffice. Mhm. Die anderen, die wahrscheinlich sagen, oh Gott, finde ich schrecklich. Wie bringt man die unter einen Hut, die so von aus unterschiedlichen Welten kommen? Ja, also ich halte ja viel von so Teambildung. Wenn ich so ein Team hätte, dann würde ich mir die mal aufschreiben, so auf einer Leinwand, würde sagen, wer ist ganz links, wer ist so der Ultra-Remote-Profi und wer ist ganz rechts? Und dann würde ich die so von außen nach innen in Paaren bündeln und sagen, wir machen mal jetzt in Zukunft so Teams, bis die Krise zu Ende ist, die sich gegenseitig helfen und coachen. So, das finde ich auch ganz spektakulär, wenn man das in Firmen hinkriegt, 20 neue Trainees einstellt und dann sagt, okay, diese 20 Leute kriegen als Paten, als gegenseitige Patenschaft 20 ältere Kolleginnen und Kollegen und machen so ein Peer-to-Peer-Coaching. Also davon halte ich eine Menge, ja. So, die Fragen hören überhaupt nicht auf. Ich merke schon, wir werden mal wieder den ganzen Nachmittag, aber die nehmen wir jetzt auf alle Fälle noch mit von Bianca Hübel. Wie würden Sie aus Arbeitnehmersicht das Thema New Work intern in der Führungsebene bestmöglich anstoßen? Das finde ich auch wirklich ein ganz spannendes Thema. Über die Frage freue ich mich sehr. Da habe ich wirklich ein ganz tolles Beispiel. Es ist in der Firma Beiersdorf mir letztes Jahr begegnet. Dort kriegte ich irgendwann den Anruf von einem jungen Mitarbeiter aus der Kommunikationsabteilung, der sich bei mir als Fan meines Podcasts oder unseres Podcasts outete und sagte, ja, wir haben ja irgendwie auch Interesse an dem Thema und wir haben irgendwie auch durch deinen Podcast viel uns damit beschäftigt und wir haben irgendwann dann gemerkt, es gibt einiges bei Beiersdorf, aber das weiß eigentlich keiner. Also wir haben das recherchiert, aber es gibt keinen Platz, wo das irgendwie mal zusammengefasst ist und wir haben jetzt unsere Chefin präsentiert die Idee, ein Beiersdorf New Work Festival zu machen. Und innerhalb von 3 Wochen waren die dann beim Vorstand. Und nach der Vorstandssitzung haben die dann die Budget freigegeben gekriegt und haben dann ein fantastisches New Work Festival über 3 Tage gemacht, was sie auch in die ganze Beiersdorf-Welt remote übertragen haben, haben das dieses Jahr rein remote gemacht und quasi als eine Initiative aus der Firma, das waren jetzt keine Führungskräfte, sondern das waren junge, schon Leute, die auch irgendwie wahrscheinlich auch alle Karriere machen, aber sehr früh in ihrer Karriere waren, die das organisiert haben. Das fand ich ein ganz fantastisches Beispiel. Es ist eigentlich egal, wo im Unternehmen und wer im Unternehmen die Idee dazu hat. Schlau ist, wenn man sich ein bisschen einliest, so wie die das auch gemacht haben, so ein bisschen Grundverständnis darüber kriegt, was gibt's da für Ansätze, was sind die Themen. Es ist eben nicht nur Remote Work, es ist nicht nur das Thema, wie sieht ein modernes Office aus. Es ist eben auch Leadership, es ist Purpose. Und sich dann überlegen, was ist eigentlich schlau? Gehe ich an die Personalabteilung oder in dem Fall Beiersdorf, Personalabteilung und Mitbestimmung zusammen. Man kann es von unten nach oben entwickeln, also als Grassroots-Initiative, wenn man einen tollen Chef hat, wo man weiß, der ist modern, kann man auch direkt da hingehen, kann sagen, wie wäre das, wenn du da mal voranreitest. Wir haben ganz viele, die ihre Chefs quasi in unseren Podcast geschickt haben und das als Zündfunken genommen haben. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, dort den Anstoß zu finden und zu geben. Also anstoßen und einfordern. Ja. Lieber Michael, ich merke schon, nicht nur wir beide, sondern auch hier offensichtlich die ganzen Zuschauer. Wir könnten jetzt noch stundenlang weiter sprechen. Das ist ja auch ein Thema, das sich nicht so schnell erschöpft. Aber unsere Zeit ist rum. Wir müssen also jetzt irgendwie zu einem Ende kommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal einen Einblick zu geben und vor allen Dingen die Inspiration zu geben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich kann nur allen mitgeben, in deinen Podcast reinhören. Das lohnt sich auf alle Fälle, weil du da regelmäßig sehr, sehr, sehr spannende Menschen hast. Seit wie viel? 5 Jahren oder wie vielen Jahren machst du? 3,5 Jahre und am 1. Mai nächsten Jahres haben wir 4. Geburtstag und bis dahin soll auch das Buch fertig sein. Ich sage das jetzt ganz oft, um mich selber unter Druck zu setzen. Aber es gibt schon viele, viele Folgen, wo man sich ja die Leute rausholen kann oder rauspicken kann, die einen besonders interessieren oder sich einfach so in den nächsten Wochen und Monaten einmal durch den ganzen Podcast durchhören. Du planst auch noch ein bisschen mehr rund um diesen Podcast. Es wird eine ganze Plattform geben. Das ist alles noch nicht so ganz fertig und ganz hochreif. Aber da sprechen wir nochmal drüber rechtzeitig. Ne? Also ja. Genau, sich hier auf die Fersen zu klemmen und mit dir in Kontakt zu bleiben und zu schauen, was du so in den nächsten Wochen und Monaten vorhast, wird sich auf alle Fälle lohnen, zumindest für die, die sich mit dem Thema New Work beschäftigen. Ja. Vielen Dank, Elena, und danke an die 128 Menschen, die zugehört haben und mehr als am Anfang. Also wir haben nicht verloren, sondern gewonnen. Und ganz großes Kompliment, also bis auf meinen kleinen Einstieg, den ich jetzt aber, glaube ich, auch weiß, was ich falsch gemacht habe. Top technisch organisiert, top betreut von euch, wie ihr das immer macht. Ganz, ganz liebevoll und vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich danke dir sehr.
Mach's gut. Tschüss, ciao. Michael. So, und wir gehen hier weiter mit dem Programm. Also wie gesagt, diese kleine technische Unebenheit am Anfang bitte ich zu entschuldigen. Offensichtlich war es nicht unser Fehler, was aber für Sie natürlich am Ende keine Rolle spielt. Deshalb Entschuldigung auch von meiner Seite. So, jetzt muss ich meinen neuen Zettel hier herbeiziehen. Wir machen weiter mit weiteren Veränderungen, die Krise und die Pandemie hervorgebracht haben. Nicht nur das Arbeitsverhalten hat sich verändert, auch unser Medienkonsum hat sich massiv geändert. Wie sich diese Pandemie komplett auf unser Medienkonsum ausgewirkt hat, wie sie ihn verändert hat und wie Marken reagieren müssen, um diesen Medienkonsum, diesen veränderten Medienkonsum ihrer Kunden und ihrer Zielgruppe aufzugreifen und nach wie vor relevant für Kunden und Zielgruppe zu bleiben. Das, damit beschäftigt sich RTL AdConnect in einer jährlichen Studie. Daniel Bischoff, der Marketingleiter von RTL AdConnect, ist hoffentlich jetzt gleich bei mir. Da kommt er schon. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Lena. Und nimmt uns ein bisschen mit auf dieses ganze Thema Mediennutzung, verändertes Konsumverhalten, gerade was natürlich die Plattformen betrifft und vor allen Dingen, was für die Marken ebenso als Erkenntnis so wahnsinnig relevant ist. Damit wir keine große Zeit verlieren, würde ich dich bitten, magst du deine Präsentation gleich mal sharen und dann wäre ich auch schon raus weg von der Bühne. Das sieht schon mal gut aus. Genau, jetzt wollen wir noch ein großes Bild. Herzlichen Dank und ja, viel Spaß mit da. Ja, vielen Dank, Lena. Das wird jetzt auf jeden Fall ein großer Sprung, den wir machen. Von den sehr konkreten und super spannenden Themen, ich habe auch noch am Ende mit reingehört, das New Work und wie es uns betrifft, nehmen wir jetzt so ein bisschen die Helikopterperspektive ein, um uns mal anzugucken, wie international sich der Videokonsum entwickelt hat durch die Pandemie, aber auch generell. Nur vielleicht kurz als Hintergrund, das ist die 27. Ausgabe unserer TV Key Facts Studie. Das heißt, seit 27 Jahren gucken wir uns im Prinzip global an, also es sind 38 Länder, wie sich der Videokonsum, aber auch die Trends, was Werbetreibende angeht, was Technologie angeht, entwickelt. Das wird jetzt heute ein wilder Ritt, weil in 15, 20 Minuten versuche ich jetzt mal eine Präsentation durchzubekommen, die normalerweise so ungefähr 70 Folien hat. Wer Interesse hat und wer mehr und Daten haben will, soll sich dann einfach bitte gerne melden. Ich versuche jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf auf der Autobahn sozusagen durch die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Jahr durchzuführen. Das erste ist natürlich, wenn man sich mal anguckt, wie ist denn der globale Videokonsum eigentlich zusammengesetzt? Ja? Also wie sieht die Mischung aus, die in jedem Land zwischen dem klassischen linearen TV und dem Shortform-YouTube-Konsum aussieht? Wie ist denn da so die Mischung? Da gibt es so ein paar Punkte, die sich dazu zusammenfassen lassen. Das erste ist, TV ist und bleibt immer noch der Kern des Medienkonsums und des vor allen Dingen des Videokonsums global, also auch in Ländern wie den Vereinigten Staaten von Amerika. Man muss aber sagen, dass es doch sehr spezifische, individuelle Grenzen gibt, was diesen Konsum angeht und wie der zusammengesetzt ist. Da lässt sich so, sag ich mal, sehr überspitzt sagen, Europa und insbesondere Südeuropa ist der TV-Konsum über 80% der Videozeit, die wir pro Tag verbringen und damit super dominant. In den eher angelsächsischen Ländern wird das etwas weniger, bleibt jedoch weit über 50% der Videozeit, die wir pro Tag verbringen. Wenn man sich jetzt nochmal einen Schritt zurück geht und aus der Helikopterperspektive das anguckt, kann man sehen, dass weltweit gesehen der tägliche TV-Konsum bei 2 Stunden 50 ungefähr liegt. Da gibt es eine große Bandbreite zwischen den Ländern in Asien, die eher bei den 2 Stunden liegen und anderen Ländern in Europa, aber auch Nordamerika, die eher näher an den 4 Stunden liegen. Ich finde das immer sehr spannend und normalerweise, wenn wir diese Studie präsentieren in live, frage ich einmal in die Runde,
Wer schaut denn bitte 3 Stunden 40 TV am Tag? Da geht normalerweise keine Hand hoch. Da wird aber auch ganz klar, dass wir als Medienschaffende und Experten in so einer bisschen so einer Blase leben und auch nicht repräsentativ sind für das, was in der Gesamtgesellschaft passiert. Und selbst in einem sehr fortgeschrittenen Land wie Amerika reden wir von 3 Stunden 40 im Durchschnitt pro Tag. Das heißt, TV ist wirklich der Kern des Videokonsums und das hat sich durch die Pandemie sprunghaft verändert. Dieser Sprung, den möchte ich jetzt mal einmal kurz zeigen, der ist nämlich durchaus extrem in manchen Ländern. Was wir hier sehen können, ist die Entwicklung des TV-Konsums während der 10. Woche und ungefähr Mitte Oktober. Ein paar Dinge, die sich hierzu sagen lassen. Also das Erste ist, wir hatten es ja, oder ich hatte es eben gerade schon gesagt, in Südeuropa ist der TV-Konsum klassisch und historischerweise sowieso schon hoch. Da haben wir aber auch Länder wie Italien, die pro Tag nochmal 81 Minuten während des Full-Lockdowns zugelegt haben. Ja. Aber auch Länder, große Länder wie Frankreich, haben locker nochmal bis zu 80 Minuten zugelegt. Italien war sogar an die 120 Minuten. Das heißt, es ist ja klar, die Immobilität der Menschen und das gemeinsame Sein im Wohnraum führt dazu, dass man nach gewissen Ankern sucht und nach gewissen Ritualen auch sucht. Und gerade das TV-Erlebnis gemeinsam mit der Familie hat sich in dieser Pandemie entwickelt als, wiedergekehrtes Lagerfeuer. Und dementsprechend sehen wir auch, dass kurzfristig gab es natürlich diese Peaks. Das hat sich dann wieder nach unten entwickelt in den Konsum. Wir sehen aber, dass auch langfristig wir zwischen 5 und 20 Minuten zusätzlichen TV-Konsum mit rechnen können wahrscheinlich. Und Sie sehen das im Oktober, da fängt es wieder an, nach oben zu gehen. Das war natürlich die ersten Anfänge von einem zweiten Lockdown, von der zweiten Welle. Und wir werden jetzt ganz genau hinschauen, wie sich das sozusagen über die nächsten Wochen entwickelt. Es ist aber jetzt schon klar, dass der Videokonsum an sich, egal ob es TV ist oder digital, ich sag mal, der große Gewinner dieser Pandemie ist, weil Video die dominante Form ist, wie Menschen Inhalte konsumieren wollen. Und neben dem klassisch linearen TV ist einer der großen Gewinner das sogenannte Connected TV, also das Schauen digitaler Inhalte auf dem großen Screen im Wohnzimmer durch einen Fernseher, der mit dem Internet auf irgendeine Art und Weise verbunden ist. Das sehr Spannende daran ist, und das hier ist ein Forecast gewesen aus dem April nach der ersten Welle sozusagen, dass hier das sehr Spannende ist, dass der Connected TV-Konsum von Video sogar den Konsum auf dem mobilen Endgerät überholt hat. Auch das relativ klar, weil je weniger die Menschen mobil sind, je weniger sie diese Touchpoints haben im Bus, in der U-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, um auf dem mobilen Endgerät Video zu konsumieren, desto mehr wird das auch der Konsum digitaler Inhalte über den großen Screen gemacht. Das heißt, in einem Land wie Amerika wird dieses Jahr Connected TV Videokonsum sogar den Konsum von Video auf dem mobilen Endgerät überschreiten und mit 53 Minuten pro Tag schon ein ganz schöner Batzen des Videokonsums in total sozusagen einnehmen. Die Frage ist natürlich jetzt, der Sprung zu Ihrer Seite, zu der Seite der Agenturen, der Werbetreibenden, was bedeutet diese ganze Entwicklung aktuell für Sie? Und gibt es in irgendeiner Weise, sage ich mal, ein paar Leuchttürme, ein paar Pfeile, an denen man sich orientieren kann? Die gute Nachricht in dieser sehr verrückten Zeit ist, es gibt diese Leuchttürme. Es gibt Insights und es gibt das Wissen, wie man damit umgehen kann. Das Schöne daran ist, dafür brauchen Sie nicht in die Glaskugel gucken, dafür müssen Sie nicht irgendwie versuchen, 100.000 Szenarien zu entwickeln, sondern einfach mal in die Vergangenheit schauen und gucken, wie sind denn erfolgreiche Firmen mit wirtschaftlichen Krisen, und am Ende des Tages wird die Pandemie in eine Wirtschaftskrise übergehen,
umgegangen sind und welche dieser Firmen erfolgreich da hervorgegangen sind. Es gibt einen ganz guten, schlauen Menschen, der viel, viel schlauer ist als ich, Mark Ritson aus Australien, der sich das mal angeschaut hat und geguckt hat, wie muss man sich denn in solchen Krisen verhalten als Werbetreibender, um erfolgreich wieder rauszukommen. Und da gibt es ein paar sehr schöne Beispiele, angefangen von der Weltwirtschaftskrise 1920 mit Kellogg's, bis hin zur Ölkrise und Toyota und last but not least aus der letzten Finanzkrise sozusagen Sainsbury's. Wenn man mal zusammenfasst, ich versuche das jetzt mal im Schnelldurchlauf, was die Gemeinsamkeiten dieser drei Werbetreibenden ist, die erfolgreich aus solchen Krisen herausgekommen sind. Erfolgreich heißt in dem Fall nicht ein besseres Image, sondern de facto mehr Marktanteil, mehr Absatz. Wenn man das zusammenfasst, was die Gemeinsamkeiten sind, dann kann man sagen, die Gemeinsamkeit ist, sie sind alle on air geblieben. Heißt, sie haben ihren Anteil an der Werbung nicht runtergefahren. Sie haben ihren Share of Voice konstant behalten. Im Gegenteil, der ist natürlich gestiegen dadurch, dass die Wettbewerber alle rausgegangen sind, wie wir das jetzt auch im ersten Lockdown und über das Jahr hinweg gesehen haben, dass viele Firmen natürlich das Geld konsolidieren mussten und Marketingausgaben eingespart haben. Jetzt ist es aber so, dass man nachgewiesen hat und sich angeschaut hat, wie hängt denn der Share of Voice, also meine Lautstärke im Markt sozusagen, mit meinen Marktanteilen zusammen. Und da komme ich zurück auf den Kollegen Ritson, der mit dem Prinzip des Excess Share of Voice, also des höheren Share of Voice sozusagen, nachgewiesen hat, dass wenn sie es schaffen, ihren Anteil, ihren Share of Voice konstant zu halten und der 10 Prozentpunkte ungefähr über dem ihrer Wettbewerber liegt, dadurch, dass die rausgehen aus dem Markt, werden sie langfristig ungefähr 1% Marktanteil gewinnen. Das heißt, es gibt eine sehr starke Korrelation zwischen bleibe ich on air und gewinne ich Marktanteile. Das klingt jetzt alles nach einer ganz schönen Geschichte aus den 20ern, 70ern und den 10er Jahren sozusagen, aber was ist denn aktuell eigentlich da der Fall? Und auch hier das Interessante ist, es gibt einen sehr erfolgreichen Fall, der gerade stattfindet. Und zwar ist das der weltgrößte Werbetreibende, Procter & Gamble. Milliarden, die investiert werden von Procter & Gamble und seinen Marken in die Kommunikation jedes Jahr. Und die haben im April schon, also das heißt während der Hochzeit des ersten Lockdowns, eine ganz klare Nachricht an ihre Investoren gegeben, also das war der CFO, der Finanzchef, nicht der Marketing-Heini, sondern der Finanzchef, und haben gesagt, wir bleiben on air, wir werden unsere Ausgaben nicht zurückziehen, weil wir wissen, dass wenn wir es schaffen, die Ausgaben konstant zu halten, wenn wir das Kapital dorthin weiter allokieren können, dann werden wir Marktanteil gewinnen, dann werden wir Absatz gewinnen. Und genau das ist passiert. Ja, sie gehen davon aus, dass sie mindestens 5% mehr Income machen werden, mehr Profit machen werden dieses Jahr, aus diesem Jahr, nur dadurch, dass sie ihre Investitionen stabil gehalten haben. Das ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan. Gerade in Liquiditätsengpässen muss man gucken, wo man das Geld wirklich am dringlichsten braucht. Aber jeder, der die Möglichkeit hat, seine Ausgaben konstant zu halten oder zumindest über dem Level des Wettbewerbs in so einer Situation, wird viel gestärkter aus der Situation herausgehen und einen immensen Vorteil gegenüber den Wettbewerbern haben. Jetzt haben wir in der Studie nochmal ein paar ganz konkrete Vorschläge, nochmal ein paar ganz konkrete Learnings zusammengefasst, die wir glauben, die wichtig sind für Werbetreibende, nicht nur in der Krise, aber insbesondere in dieser Krise zu beachten. Und die will ich jetzt noch einmal kurz als Zusammenfassung auf den nächsten Folien präsentieren, weil ich glaube, es ist sehr konkret und sehr eindringlich, was man machen kann. Das erste ist, oder die erste Lektion sozusagen ist, wenn Sie Masse verkaufen wollen, müssen Sie Masse erreichen. Das heißt, Ihre Brandfans, die loyalen Käufer, machen einen Bruchteil in der Regel im Durchschnitt aus von Ihrem Abverkauf wie die Light-User, diejenigen, die vielleicht einmal oder vielleicht zweimal im Jahr ihr Produkt kaufen.
Das heißt, die Konzentration auf Reichweite und das Adressieren von Nichtkäufern oder Leichtkäufern oder Wenigkäufern bringt Ihnen mehr als am Ende des Tages die Konzentration auf die Ultraloyalen, die 8, 7, 6 Mal Ihr Produkt sowieso konsumieren werden. Lektion Nummer 2, ganz wichtig von zwei herausragenden Kollegen aus Großbritannien, Les Binnett und Peter Field. Die Investition in Ihre Marke und in Ihr Markendasein hat langfristig einen immensen Effekt auf Ihren Abverkauf. Wenn Sie in Ihre Marke investieren, steigern Sie die sogenannte Baseline, also das, was die Menschen sowieso im Kopf haben über ihre Marke. Und das treibt den Verkauf langfristig an. Kurzfristige Verkaufsaktivierungen bringen einen Peak im Abverkauf, flachen dann aber relativ schnell wieder ab. Und die Kollegen aus Großbritannien haben da eine Faustformel entwickelt, wo sie sagen, 60% Investment in die Marke und 40% in den konkreten Abverkauf ist die perfekte Mischung, um langfristig das meiste aus der Marke rauszuholen und den Absatz am eindringlichsten zu steigern. Lektion Nummer 3. Das Lieblingsabkürzel von allen Marketingleitern, ROI, der Return on Invest. Was bekomme ich für das Geld, das ich investiere? Nun, die Sache ist erstmal die, wenn jemand auf Sie zukommt mit dieser netten Abkürzung, der ROI ist nicht immer gleich der ROI. Der ROI ist keine starre Größe, sondern er ergibt sich aus dem Verhältnis Investition und Leistung. Und wie wir hier sehen, ist die Investition und die Leistung sehr unterschiedlich gestrickt. Wenn man Budgets nimmt unter 200.000 Euro im Jahr, dann sehen wir, dass Kanäle wie Search und Online-Display sehr, sehr gut funktionieren und sehr guten Return on Invest wiedergeben. Wenn Sie darüber hinausgehen, werden Sie jedoch relativ schnell abflachen mit dem Ergebnis, mit dem inkrementellen, mit dem Zusatzergebnis, was Sie da rausholen können. Und da fängt es an, interessant zu werden. Und da kommt auch dieser Begriff Power of Total Video her. Da fängt Video an, interessant zu werden, weil Sie relativ schnell relativ viel Leistung für Ihren Investment bekommen. Und es gibt bestimmte Abflachungskurven und Abflachungsmechanismen natürlich hier. Die muss man beachten. Radio eignet sich bis zu einem gewissen Grad sehr gut. Online-Video natürlich. Und TV hat, sage ich mal, die Kurve, die am meisten Return on Investment bringt, bis sie dann ab einem gewissen Punkt natürlich auch abflacht. Und am Ende des Tages ist das Stichwort hier, und das werden wir jetzt noch ein, zwei Mal hören, die Mischung macht's. Ja? Welches Ziel man hat und wie man das Geld investiert, ist hier entscheidend. Die vierte Lektion, die ich jetzt noch mal mitgebracht habe, ist wiederum auch von einer Kollegin, die sehr schlau und sehr interessante Forschung betreibt, lustigerweise auch aus Australien, Carol Nelson Field, die sich angeguckt hat. Wenn wir sagen, Reichweite ist entscheidend, Sie müssen die Nichtkäufer erreichen, dann ist damit noch lange nicht gesagt, welche Art von Reichweite eigentlich die effektivste ist. Also heißt, welche Art von Reichweite bringt Ihnen eigentlich am meisten? Und die Kollegin hat sich sehr genau angeschaut, wie verschiedene Videokanäle in verschiedenen Ländern, in dem Fall in 4 Ländern, Auswirkungen haben oder Impact haben auf den Abverkauf. Das kann man jetzt länderübergreifend, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt verschiedene kulturelle Hintergründe. Sie sehen, die Zahlen differenzieren sich sehr stark von Land zu Land. Aber man kann ein paar, sage ich mal, Kernaussagen daraus ziehen. Das erste ist, TV bringt den meisten Zusatzverkauf als Videomedium. Die Herleitung von Karen Nelson Field ist relativ eingängig. Der TV-Screen ist von der Fläche her, also von der physischen Fläche her, das Größte. Ich habe die meiste Aufmerksamkeit. Also das Thema Attention, Aufmerksamkeit, ist dasjenige, wo sie sagt, das beeinflusst die Kaufentscheidung eigentlich am größten. Das heißt, wenn ich den großen Screen habe, dann habe ich da auf jeden Fall die Aufmerksamkeit. Und wenn Sie sich dann angucken, die anderen Plattformen, Videoplattformen, die Karen Nelson Field sich angeguckt hat,
dann ist der Zusatz oder die Leistung von diesen Medien sehr, sehr unterschiedlich. Also eine Facebook-Kampagne in Deutschland, laut dieser Studie, die mit 5.000, zwischen 2.500 und 5.000 Leuten pro Land gemacht worden ist, hat relativ wenig Effekt. Wenn Sie jedoch in einem Land wie Australien gucken, da hat eine Facebook-Kampagne einen relativ großen Effekt. Also auch hier ist die Frage, was ist die perfekte Mischung und wie kann ich diese Mischung herstellen? Und das Schöne ist, dass Kollegen aus Frankreich sich angeguckt haben, wie muss denn so eine Mischung am besten aussehen? Ja, das ist sozusagen unsere Lektion Nummer 5, damit sie am besten funktioniert. Der Grundsatz hier ist, dass man sagen kann, TV verstärkt oder wenn man ein Bild nehmen will, ist die Trägerrakete für viele andere Medien. Das heißt, die Kombination mit TV und anderen Medien, je nachdem, was die Zielstellung ist und die Industrie, in der sie sind, verstärkt den Abverkauf und den Return on Invest am meisten. Das heißt, in dem Fall haben sich die französischen Kollegen von SMP TV, das ist die, sag ich mal, Schwesterorganisation zu Screenforce in Deutschland, haben sich angeguckt, was sind die Kombinationen, die man denn braucht. Also, wenn Sie aus dem Bankensektor kommen und Ihr Kommunikationsziel ist oder der Konsument ist im Prinzip jeden Tag, kann es sein, dass er wechseln möchte. Es gibt keine Saisonalitäten hier. Sie müssen also die ganze Zeit irgendwie präsent sein, sodass der Konsument, falls er die Bank wechseln will, dann auch wirklich zu Ihnen greift. Da sagen die Kollegen, die beste Mischung ist TV, Radio und Paid Search. Anderes gilt für den Beauty-Sektor, wo die Kollegen anhand von 150 Kampagnen sich angeguckt haben, was funktioniert am besten. Für Beauty geht es um TV, um Social und um Print, für Automotive, um TV, Radio und Out of Home. Dementsprechend wiederum die Aussage, die Mischung macht's und es kommt sehr stark darauf an, was für Ziele Sie verfolgen und in welcher Industrie, in welchem Sektor Sie sich aufhalten. Last but not least habe ich noch mal eine sehr interessante Lektion oder ein Learning mitgebracht aus den USA. Ökonometrische Modelings, vielleicht kennen das einige von Ihnen, ist ein sehr guter Weg, um rauszufinden, was hat für mich und meine Marke ganz gut in der Kommunikation funktioniert. Die Kollegen von Nielsen haben das anhand von über 1200 Kampagnen ausgewertet in den USA, um zu gucken, welcher Faktor oder welcher Bereich einer Kampagne hat eigentlich die größte Auswirkung auf meinen Abverkauf, auf meinen Sales am Ende des Tages. So, die gute Nachricht ist, dass bei all der Zahlen- und Datengeschichten, die wir aktuell besprechen, bei all den technischen Sachen, die immer eine Rolle spielen, Kreativität, das heißt, Ihr Spot, Ihre Nachricht und was Sie darin sagen, der Inhalt dessen, was wir über Medien transportieren, hat den größten Ausschlag darauf, ob Ihre Kampagne funktionieren wird oder nicht. Das heißt, 47% des Zusatzes kommt von der Kreation. Wenn man sich dann wiederum anguckt, dass die Reichweite, davon habe ich ja eben gerade schon gesprochen, hat einen relativ großen Einfluss, 22%. Ihre eigene Marke aber auch mit 15%, deswegen das Invest in die Marke immer sehr entscheidend auf den langfristigen Abverkauf auch. Die Nähe zur Kaufentscheidung hat eher eine untergeordnete Rolle, der Kontext sogar auch. Und das Targeting, wo man immer denkt, und das geht wieder zurück auf das Thema mit den Käuferzielgruppen, das zielgerichtete Targeting hat eigentlich gar nicht so den großen Einfluss, wie wir immer denken. Das heißt, dieser wilde Ritt jetzt einmal durch Videokonsum und durch, sage ich mal, ein paar Anleitungen für Sie als Werbetreibende. Was man sagen kann, ist, dass die Pandemie den Konsum extrem verstärkt hat, global, dass es sehr gute Beispiele gibt, wie man mit der Situation aktuell umgehen kann als Werbetreibende, dass, wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihre Investments in Ihre Marke und in die Kommunikation stabil zu halten, dass Sie gestärkt aus dieser Krise herausgehen werden und dass Konsumenten das belohnen werden mit Abverkauf. Und dann diese 6 sehr konkreten Lektionen, wo man sagt, das sind eigentlich die Fundamente, wie man Kommunikation und die Mischung von Kommunikation
am besten herauskristallisieren kann. Abschließend wollte ich noch kurz darauf hinweisen, ich sagte das am Anfang, also wir machen das seit 27 Jahren, es gibt ein super tolles Hardcover-Magazin, wenn das, wenn jemand Print mag, wird er das lieben. Wir haben aber dazu auch nochmal eine Online-Datenbank, wo man die kompletten Daten findet zu TV-Konsum, wenn Sie interessiert, wie viel TV-Konsum in Ungarn pro Tag gemacht wird oder Online-Video in Amerika oder wie viele Handys überhaupt im Markt sind in Deutschland oder in Österreich oder in China, dann findet man das sehr gut in dieser Online-Datenbank. Dementsprechend war das jetzt wirklich mal einmal Autobahn durch dieses Thema und wir freuen uns, wenn es Fragen gibt oder wenn es Anregungen gibt oder Thematiken zu dem Thema, weil, wie gesagt, wir beobachten das seit 27 Jahren und einer unserer Hauptantreiber ist sozusagen die Entwicklung von Video abbilden zu können, global. Jetzt, glaube ich. Ja, ich bin da. Herzlichen Dank. Ja. Ich habe dich nicht alleine gelassen. Vielen Dank, Daniel Bischoff, für diese sehr komprimierten Insights und auch von meiner Seite aus die Aufforderung an die Teilnehmer und Zuschauer, treten Sie mit ihm in Verbindung. Hier gibt es sogar die Mobilnummer, beziehungsweise geht es natürlich auch hier über die Direct Messages des Tools und man findet RTL AdConnect außerdem auch noch im Ausstellungsbereich und hat da die Möglichkeit, Informationen einzuholen oder mit dem einen oder anderen in Verbindung zu treten. Ich habe eine Frage, die sich mir jetzt ganz am Ende noch gestellt hat bei diesem tollen Kuchen. Diagramm mit der Bedeutung von Kreation. Gibt es Zahlen oder eine Einschätzung von deiner Seite aus, inwiefern dieses Thema Kreation auch jetzt eben vielleicht pandemiebedingt wichtiger geworden ist? Denn ich jetzt einfach völlig unwissenschaftlich und nur in meinem kleinen Hirn denke mir, je mehr wir natürlich Werbung konsumieren und je mehr wir vor den Screens sitzen und Werbung konsumieren, desto gelangweilter sind wir natürlich auch von schlechter Werbung und desto wichtiger ist uns natürlich auch, dass wir da unterhalten, informiert, wie auch immer, was werden. Also ist dieser Kreationsanteil auch nochmal gewachsen oder hat er sich verstärkt? Genau richtig, ne? Also je mehr man konsumiert, desto kritischer wird man auch, was den Konsum angeht. Unsere Kollegen von Rai in Italien haben eine sehr nette Studie gemacht während des ersten Lockdowns, um zu schauen, was erwarten die Konsumenten denn eigentlich in der Kommunikation von Marken. Ja? Und da gibt es, die älteren Zielgruppen erwarten sich eine ganz konkrete Anleitung, die Jüngeren wollen eher Ablenkung haben. Aber eine Sache, die relativ gut rausgekommen ist, ist, es ist so eine, während des ersten Lockdowns so eine gewisse Müdigkeit entstanden darüber, über die Kreationen, die immer wieder dieses Thema aufgegriffen haben, ihr seid nicht alleine, wir sind hier bei euch, ne? Und das ist natürlich klar, wenn man den 10. Spot sieht, der irgendwie die Moll-Tonleiter geht und einem das Gefühl gibt, man ist jetzt in der Apokalypse, dass man dann vielleicht keine Lust mehr hat, den zu sehen, ne? Aber ja, wir werden sicherlich nach dieser Pandemie oder nach dem hoffentlich letzten Lockdown, den wir jetzt hier haben, sehen, inwiefern die Konsumenten welche Art von Ansprache auf jeden Fall favorisieren. Was wir sagen können, ist, dass die ganzen anderen Themen, die die Konsumenten im Kopf haben, die sind nicht weg. Klimaschutz, das ganze Thema soziale Gerechtigkeit, das ganze Thema, wie engagieren sich Marken für diese Themen, Black Lives Matter, Gleichberechtigung etc. Diese Themen sind alle nicht weg. Die sind immer noch bei den Konsumenten vorhanden. Die sind natürlich jetzt überdeckt oder zumindest im ersten Lockdown waren sie das überdeckt von den konkreten Hindernissen und Problemen, die die Konsumenten haben. Mhm. Aber diese Themen anzusprechen oder zu nicht anzusprechen, besser gesagt, wäre schwerwiegend, weil die Themen sind bei den Konsumenten immer noch da. Ja, ja. Wunderbar. Herzlichen Dank dir für deine Zeit, für deinen Vortrag, den du so gut zusammengefasst hast, dass wir, obwohl er so komplex ist, dass wir gut folgen konnten. Wie gesagt, die Kontaktdaten sind bekannt. Und herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank. Ich kann mich auch nur anschließen, dem Vorredner, super organisiert und sehr spannend und weiter so. Dankeschön. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss, Daniel Bischof. Tschüss. So, und wir machen jetzt weiter. Daniel Bischof hat uns ein super, super Stichwort gegeben, denn er hat in einem seiner Folien davon gesprochen, was Beauty-Marken oder über welche Kanäle Beauty-Marken am allerbesten oder in welcher Mischung sie am allerbesten kommunizieren, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Und ehrlich gesagt, es ist überhaupt nicht geplant gewesen, aber es passt hervorragend zusammen. Haben wir jetzt eine Beauty-Marke hier und sprechen genau über dieses Thema, nämlich wie man seine Zielgruppe erreicht. Von Weleda haben wir hier Caroline Berger. Sie ist Head of Online Marketing für die Dachregion. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo. Hallo, Frau Herrmann. Aus der Schweiz, richtig? Das stimmt, ich bin in Basel. Super. Genau. Ich weiß gar nicht, ob Sie es im Vorfeld jetzt Ihren Vorredner gehört haben, aber der hatte einen Slide eben mit dem Marketing-Mix für Beauty-Brands. Und ich habe es nicht auswendig gelernt, aber ich weiß, dass das Thema soziale Netzwerke da einen relativ großen Stellenwert hatte. Und genau darüber wollen Sie jetzt in der nächsten Viertelstunde sprechen. Und darüber freue ich mich sehr. Weleda, das werden Sie wahrscheinlich gleich nochmal ausführlich selbst erzählen. Weleda hat seine Zielgruppe bisschen neu definiert, wollte oder will deutlich jünger werden. Und wie sie das gemacht hat und wie sie diese deutlich jüngere Zielgruppe erreicht, das erzählen Sie uns jetzt. Da freue ich mich sehr drauf. Wollen Sie einfach mal versuchen, Ihren Vortrag zu teilen? Dann sehen wir, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann verlasse ich auch schon die Bühne und gebe sie Ihnen frei. Ich versuche es mal. Sehen Sie was? Nein, also ich sehe Sie und Sie mich, sehen mich, aber jetzt müsste es klappen. Ja, das sieht schon mal gut aus. Genau, wunderbar, ah, alles klar. Super. Dann. Danke Ihnen für die Einführung, Frau Herrmann. Ja, und guten Tag. Ich freue mich, dass ich Ihnen allen heute präsentieren kann, wie wir bei Weleda im Dachraum versuchen, auf Social Media neue und junge Zielgruppen zu erreichen. Zu meiner Person, ich bin Caroline Berger und leite bei Weleda in Arlesheim bei Basel das Online-Marketing-Team. Wir sind ein Team von 7 Personen und betreuen die gesamten Online-Kanäle und Media für die 3 Dachländer Deutschland, Schweiz und Österreich. Und mein Vortrag ist so aufgebaut, dass ich Ihnen zuerst kurz einen Einblick in unsere Marke gebe. Und anschließend sage, vor welcher Herausforderung wir stehen und wie wir die über Social Media und neue Zielgruppenansprachen lösen möchten. Und dann greife ich eine Zielgruppe heraus, die wir bearbeiten und zeige daran exemplarisch, wie wir Formate dafür entwickelt haben und so versuchen, unsere Marke zu verjüngen. Genau. Ein paar Worte zu Weleda. Wir sind Weltmarktführerin für zertifizierte Naturkosmetik. In Deutschland haben wir also 120 Produkte auf dem Markt aus den Bereichen Gesichtspflege, Körperpflege und Mutter und Kind. Unsere Produkte sind Nature zertifiziert. Sie sind von der Union for Ethical Biotrade für nachhaltiges Lieferkettenmanagement zertifiziert und was sie besonders macht, ist auch, dass die Düfte 100% natürlich sind und auch in-house von unseren eigenen Parfümeuren hergestellt werden. Neben Naturkosmetik produzieren wir auch anthroposophische Arzneimittel. Da haben wir ein sehr großes Sortiment von über 1000 Produkten. Im Bild sehen Sie die frei verkäuflichen OTC-Produkte. Dazu gehören zum Beispiel Augentropfen, Präparate, die bei Stress, Schlafstörungen oder Verdauungsbeschwerden helfen. Und online bearbeiten wir natürlich beide Produktkategorien. Unser Unternehmen ist ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben 2500 Mitarbeitende weltweit. Sie sehen es unten, wir sind in über 50 Ländern auch vertreten. Wobei der größte Standort in Deutschland ist, in Schwäbisch Gmünd, wo wir auch unseren größten Heilpflanzengarten haben.
Ich sitze aber in Alesheim bei Basel am Hauptsitz, wo das Dach Marketing bis auf Pharma Marketing Deutschland angesiedelt ist. Bei unseren Produkten ist uns Nachhaltigkeit sehr wichtig und die Qualität. Wir haben 80% Rohstoffe in Bioqualität bei den pflanzlichen Rohstoffen und wir sind seit 2018 UEBT zertifiziert, was ein Standard ist, der garantiert, dass wir bei der Beschaffung die Biodiversität der Pflanzen bestmöglich erhalten. Und wir verpflichten uns auch, die ganzen Partner in unseren Lieferketten fair zu behandeln. Unsere Marke ist eine traditionelle Marke. Das ist meine Überleitung. Es gibt uns seit 1921. Wir freuen uns auch, dass wir nächstes Jahr unser 100-jähriges Jubiläum feiern werden. Und ich habe Ihnen hier einen Auszug aus unserer Newsletter-Datenbank von Deutschland mitgebracht. Wir haben, wie Sie sehen, 92% weibliche Abonnentinnen und die Alterskategorien, ich nehme an, Sie sehen meinen Cursor, wie Sie sehen, 50 bis 59 Jahre ist das Segment, was am stärksten vertreten ist. Das ist dann auch unsere Herausforderung. Wir haben uns online zum Ziel gesetzt, dass wir natürlich unsere Bestandskunden halten. Aber wir möchten auch neue und junge Zielgruppen an die Marke heranführen, damit wir in ein paar Jahren auch noch da sind. Wie sind wir dabei vorgegangen? Wir haben uns Ziele gesetzt, zum einen Brand Awareness. Wir möchten bei jungen Zielgruppen die Markenbekanntheit von Weleda erhöhen. Unsere KPIs sind dabei Organic und Paid Reach. Wir möchten die Zielgruppen, die Jungen, auch an uns binden. Deshalb ist uns Brand Involvement auch sehr wichtig. Wir gehen davon aus, dass wenn sich die Community auf Social Media mit unserer Marke auseinandersetzt, wir sie an uns binden können und sie auch eher angeregt sind, unsere Produkte auszuprobieren. Und als letztes möchten wir auch eine tolle Brand Experience bieten. Wir möchten einen modernen Auftritt haben, der junge Zielgruppen anspricht. Und hier haben wir verschiedenste KPIs, die wir uns anschauen. Wer sind unsere Social-Media-Zielgruppen? Wir haben ausgehend von unseren Media-Zielgruppen, die pro Produktkategorie unterschiedlich sind, 4 Social-Media-Zielgruppen definiert, die wir für unsere ganzjährige Social-Media-Kommunikation und auch fürs Advertisement nutzen. Die Zielgruppen sind überwiegend jung. Ich sage mal, die Dame, die ganz bei mir rechts im Bildschirm ist, das ist die Zielgruppe ab 35 plus. Darunter sind die Altersgruppen zum Teil gemischt, aber die Anliegen und Interessen unterscheiden sich. Und ich möchte jetzt eine Person oder Zielgruppe herausgreifen und Ihnen daran zeigen, wie wir vorgehen. Ich habe die Zielgruppe der jungen Nachhaltigen ausgewählt und unsere Persona hier heißt Joanna, ist zwischen 25 und 34 Jahre alt, lebt im urbanen Umfeld, hat ihre Ausbildung bzw. ihr Studium abgeschlossen und ist gut vernetzt. Sie ernährt sich bewusst, oft vegetarisch oder vegan und legt bei der Auswahl ihrer Kosmetikprodukte Wert auf Nachhaltigkeit, Fairness und auch auf gute Qualität. Trotzdem gefallen ihr Rabattmöglichkeiten oder Werbegeschenke und sie legt Wert auf Online-Rezensionen von Influencern oder Gleichaltrigen. Und sie informiert sich auf Social Media, um Marken zu entdecken. Und wenn es dort exklusive Inhalte gibt, dann wäre das für sie auch ein Grund, einer Marke zu folgen. Diese Zielgruppe Joanna sind in Deutschland etwa 4 Millionen Frauen. Wenn wir Männer ansprechen möchten, wir haben auch Männer, die wir bearbeiten. In Media sind wir bei 7,7 Millionen. Wir haben geschaut, auf welchen Kanälen unsere Zielgruppe hauptsächlich sich bewegt. In Social Media sind das Facebook und Instagram.
Wir haben dort die höchsten Reichweiten und auch die meiste Möglichkeit zu interagieren. Wir haben in Weleda Dach auch einen Pinterest-Kanal, einen YouTube-Kanal sowie Twitter, die wir nutzen, aber wir erreichen dort die Zielgruppen nicht in dem Maß. Wir haben danach geschaut, welche Contents wir ausspielen möchten. Und Joanna wird 70-80% Content-Formate sehen, die regelmäßig wiederkehren. Wir haben Inhalte definiert, die zu ihren Interessen passen und auf unsere Social-Strategie einzahlen. Dazu kommen 10% aktuelle Beiträge. Wir möchten keinen 100% fixen Redaktionsplan haben, sondern schauen auch immer, dass wir noch Aktuelles mit aufnehmen können. Und on top sind 10-20% Kampagnen, die meistens auf Produkte ausgerichtet sind und immer eine spezifische Zielgruppe und ein Kampagnenziel ansprechen. Joanna hat spezifische Interessen. Wir haben im Team gebrainstormt und geschaut, wie wir mit Weleda-Themen an diese Interessen andocken können. Und dann haben wir auch geschaut, welche Tonalität und welche Visualität unsere Persona ansprechen könnte. Und daraus haben sich verschiedene Formate entwickelt, die wir aussteuern. Ich zeige es Ihnen hier. Wir haben Naturkosmetikformate, wo wir auf die verschiedenen Produkte, die Qualität der Inhaltsstoffe und auch auf die Geschenksets, die wir haben, eingehen. Wir geben Tipps zur Anwendung der Produkte, machen Gewinnspiele, bei denen wir Produkte verlosen. Wir wissen, dass sich Joanna für Nachhaltigkeit interessiert. Deshalb zeigen wir zum einen nachhaltige DIY-Tipps, gehen aber auch auf das Engagement von Weleda als Unternehmen ein und stellen vor, wofür unsere Firma steht. Wir spielen außerdem Anzeigen zu OTC-Produkten aus, wie hier zum Beispiel Produkte gegen Stress, die Joanna in ihrer Lebensphase interessieren könnten, und haben dieses Jahr eine Serie von Rezepten mit einer veganen Foodbloggerin und Weleda-Leitpflanzen entwickelt. Diese Formate tauchen natürlich organisch auf Facebook und oder Instagram auf, aber wir steuern sie auch ganz gezielt als Anzeige auf die Zielgruppe, um eben neue Kunden an uns heranzuführen und nicht nur bei der Community zu sein, die uns schon organisch folgt. Eine moderne Brand Experience ist uns dabei auch wichtig. Sie sehen, es zappelt. Wir setzen viele Videoposts ein. Wir setzen immer stärker auch auf Facebook und Instagram Stories. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Facebook Stories auch sehr gut funktionieren bei uns. Die besten speichern wir als Highlight Stories ab. Und was wir auch anbieten, sind Weleda Giffies. Wir haben verschiedene Giffies entwickelt, die in Stories eingebunden werden können und die zum Teil Weleda Pflanzen zeigen oder eben hier, ich habe Babythemen eingebunden für Sie. Und die Giffies nutzen wir auch im Rahmen von Influencer-Kampagnen, sodass sie eine größere Sichtbarkeit bekommen. Zusätzlich sind wir seit diesem Jahr auf Instagram TV und zeigen dort hauptsächlich Tipps und Tricks rund um unsere Produkte und auch das Format Mitarbeiterporträts. Ja, und zum Thema aktuelle Beiträge, das ist, wenn alles anders kommt, als man denkt. Hier ein Auszug aus der Kommunikation, die wir im Frühjahr gemacht haben, als der Lockdown war. Den hatten Sie in Deutschland und wir auch in der Schweiz. Da wollten wir die Community motivieren und dabei unterstützen, die Zeit zu Hause angenehm und entspannt zu gestalten. Wir haben verschiedene Tipps gegeben, wie man sich zu Hause mit Weleda-Produkten entspannen kann, haben motivierende Zitate ausgesteuert
Und was ich ganz schön fand, wir konnten Weleda Mitarbeiter dafür gewinnen, Instagram Lives zu machen und zum Beispiel ihre Erfahrungen zu teilen. Hier sehen Sie eine Kollegin, die Make-up-Artistin ist und ein Schminktutorial mit Weleda-Produkten zu einer Abendszeit gemacht hat. Eine andere Kollegin hat eine Yin-Yoga-Stunde gegeben und darauf haben wir auch viel schönes Feedback bekommen. Ja, das Ergebnis von dem Ganzen ist, dass wir auf Social Media eine andere Altersstruktur der Fans und Follower inzwischen haben als bei der Newsletter-Datenbank, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Sie sehen hier, dass die Zielgruppe Joanna sowohl auf Facebook als auch auf Instagram mit 36% bzw. 45% die am stärksten vertretene Alterskategorie ist. Und auch die 35- bis 44-Jährigen sind dann am zweitstärksten vertreten. Wobei spannenderweise, wir haben dieses Jahr auf Instagram auch einen hohen Zuwachs an 55- bis 64-Jährigen. Also es ist nicht so, dass nur junge Leute das Medium nutzen. Und man sieht nach wie vor, dass 18- bis 24-Jährige nicht unsere Hauptanteile in der Community sind. Was ich Ihnen auch mitgebracht habe, sind unsere organischen Reichweiten. Sie sehen einen großen Unterschied zwischen Facebook und Instagram. Bei Facebook haben wir zwar die größere organische Fangemeinde, aber wir sind froh, dass wir die Reichweiten im Vergleich zum Vorjahr halten können. Wir sind hier bei 100 bis 150.000, manchmal etwas weniger im Monat. Und bei Instagram haben wir ein ordentliches Wachstum, auch dank der Formate, die wir nun ausspielen. Sie sehen, dass wir hier um 500.000 oder teilweise um 1,5 Millionen über Vorjahr liegen. Und auch bei den Interaktionen, die wir uns immer anschauen, ist es so, dass wir auf Instagram mehr Interaktionen pro Post haben als auf Facebook. Und das Ganze spiegelt sich in der Media-Reichweite auch wieder, wenn wir Asset Customization machen und Anzeigen via Algorithmus entweder auf Facebook oder auf Instagram aussteuern lassen. Da sind bei der Zielgruppe Joanna die Ergebnisse bei Instagram momentan besser als auf Facebook. Ja, vielleicht noch, was für Content-Formate am besten funktionieren, das testen wir auch. Und spannenderweise ist es so, dass in der Zielgruppe Joanna Tipps und Tricks rund um die Hautpflege am besten performen, gefolgt von den nachhaltigen DIYs und Produktgewinnspielen. Ja, damit habe ich Ihnen hoffentlich einen guten Einblick gegeben, wie wir bei Weleda versuchen, unsere Social-Media-Zielgruppen zu verjüngen und so neue Kunden an die Marke heranzuführen. Vielen Dank und ich freue mich, wenn Sie Fragen haben. Herzlichen Dank, Caroline Berger, für diesen spannenden Insight. Also ich bin auch über diesen Instagram-Balken der 55- bis 64-Jährigen gestolpert, dass da eben ja so ein großer Anteil ist. Haben Sie da eine Erklärung dafür, woran das liegt? Nein, also wir tatsächlich nicht. Wir steuern keine Media auf diese Zielgruppen an. Ich könnte es mir so erklären, dass immer mehr Personen, die früher auf Facebook waren, nun auch auf Instagram sind, wobei wir nicht den gleichen prozentualen Anteil auf Facebook haben. Ah, okay. Haben Sie das Gefühl, dass es so einen Schwenk gibt von Facebook zu Instagram rüber? Ja. Ja, okay. Gut. Ja. Dann kommen noch Fragen aus der Community, wollte ich jetzt schon sagen, aus den Zuschauern. Ich sehe jetzt aktuell gerade nichts, aber ich finde es hochspannend und freue mich sehr, dass Sie so viele detaillierte Zahlen und Fakten mitbekommen haben, die wirklich hochinteressant waren und ich finde gerade Ihr Instagram-Engagement ist ein absolutes
eine Erfolgsgeschichte, kann man ja gar nicht anders sagen, die hoffentlich genauso für Sie auch weitergeht. Herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und dass Sie Ihre Insights mit uns geteilt haben. Und schöne Grüße und einen schönen Tag und tschüss in die Schweiz, bis hoffentlich bald mal wieder. Dankeschön für die Einladung. Ja, sehr gerne. Noch eine schöne Veranstaltung. Dankeschön, tschüss. So, und die Schweiz ist insofern schon ein gutes Stichwort, weil es ein bisschen um das Thema Urlaub so ein bisschen geht. Wobei ich lustigerweise gerade festgestellt habe, ich habe hier ja als so ein bisschen das W&V Make Key Visual den Bulli. Und umso besser passt es, dass ich jetzt eine Frau hier gleich bei mir habe oder beziehungsweise im Digitalen bei mir habe, die sozusagen der personifizierte Bulli ist im Sinne, dass sie ein Unternehmen leitet namens Road Surfer, das hier in München, unter anderem hier in München sitzt, aber hier in München sein Head Office hat, das eben genau diesen Typ Auto für Urlaube vermietet. Und mit ihr möchte ich gerne darüber sprechen, wie sich in der Krise und plötzlich diesem Hype-Thema Camping, das sich im Sommer aufgetan hat, das Unternehmen verändert hat, sowohl nach innen als auch nach außen raus. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist und sich die Zeit genommen hat, denn eigentlich hat sie überhaupt gar keine Zeit. Herzlich willkommen, Susanne Dickert. Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf. Und ich freue mich natürlich auch die ganze Zeit schon über das Bulli-Bild im Hintergrund. Ja, klar, also das ist nicht mal Absicht. Irgendwie heute läuft alles so ein bisschen intuitiv. Vorhin haben schon die beiden Speaker perfekt aufeinander eingezahlt. Jetzt hängt hier der Bulli, dafür hast du immerhin eine schöne Wimpelkette im Hintergrund. Genau, ich habe schon ein bisschen Hippie-Feeling wie beim Camping mit dem alten Bulli im Hintergrund aufgebaut. Ja. Und bei mir ist auch ein alter Bulli auf dem Bild, also passt. Okay, aber da braucht man ein bisschen, also ja, jetzt wo du sagst, sieht man es, aber man braucht ein bisschen eine Lupe oder eine Lesebrille. Dankeschön. Ja, wahrscheinlich. Genauso ist es. Genau. Wir sprechen darüber, wenn die Krise zum Katalysator wird, wenn plötzlich das Geschäft schlagartig nach oben schnellt. Aber bevor wir darüber sprechen, vielleicht magst du uns mal ganz kurz abholen, was war denn vor Corona, also vor dem März 2020 so der Ist-Zustand? Wo seid ihr eigentlich hergekommen, was die Zahlen betrifft, was die Aufstellung betrifft, etc.? Genau. Vielleicht nochmal, also wir sind ja nicht gerade Veleda, sondern Road Surfer und immer noch ein Startup. Wir sind ja vor 4 Jahren entstanden. Und deshalb würde ich nochmal ganz kurz sagen, wer wir eigentlich sind. Nämlich wir vermieten europaweit Campervans, die schönen bunten Bullis, allerdings nicht die alten, sondern die neuen, für Urlaub, aber auch für Abonnements, sprich wie eine Art Leasing. Und wir verkaufen sie auch am Ende der Saison. Und unser Geschäft ist sozusagen das Travel-Business. Und das war natürlich in vollem Gange. Und die ersten 3 Jahre haben natürlich auch gezeigt, dass das Modell funktioniert, dass es unglaublich viel Nachfrage in diesem Bereich des Reisens gibt. Der Trend hat sich so ein bisschen verlagert von der Langflugstrecke, sage ich mal, hin zu autarkem und individuellem Reisen. Und das hat uns in die Karten gespielt, auch in einer sehr urbanen Zielgruppe, in einer jüngeren Zielgruppe als die man eigentlich so aus diesem Campingleben kennt oder was vielleicht noch man mit dem Thema Camping, Wohnwagen oder Wohnmobilcamping verbindet. Und wir waren, kann man so sagen, ein aufstrebendes Startup in voller Fahrt, mit vollem Elan. Alle Autos waren bestellt, das Ländersetup hat im Prinzip im Oktober 19 angefangen, wo wir dann entschieden haben, nach Spanien und nach Portugal zu expandieren. Und Frankreich war schon im ersten Jahr auch bei uns auf dem Tableau. Also insofern haben wir so Europa gerade erkundet, haben unsere Stations angemietet, unsere Country Manager eingestellt. Das war so eigentlich die Kraft voraus, auf dessen Kurs wir waren. Und dann kam der berühmte Freitag, der 13. bei uns, das war der 13. März.
an dem irgendwie klar war, also Europa macht dicht und Katastrophenfall in Bayern und in Europa wird ausgelöst. Und ich glaube, es hat noch 4 Tage gedauert, bis dann die große Welle uns überrollt hat mit den Cancellations. Recht spät im Vergleich zu anderen Reisebranchen. Weil, glaube ich, doch einige immer noch der Überzeugung waren, naja, mit dem Van an sich bin ich ja flexibel und kann eigentlich für mich sein. Und das ist ja auch ein Trend, der sich dann nachher wieder bestätigt hat. Also bei uns ist es sehr spät eingeschlagen und es hat auch sehr früh wieder angefangen. Dennoch hat es uns mit voller Wucht erwischt. Alle Buchungen, die wir bis dato generiert haben, wurden rückabgewickelt. Man kann sich vorstellen, was bei uns an der Booking-Hotline los war. Das war dann eher so eine Storno-Hotline. Und das ganze Team musste einfach das rückabwickeln, wofür sie irgendwie die Monate vorher gekämpft hatten und wo vor allen Dingen auch das Marketing natürlich an jedem Lead hart gearbeitet hat. Ja, war dahin. Wurden auch Buchungen für den Sommer storniert oder war das sozusagen erstmal Ostern und Pfingsten? Das sind so die großen Ferien, die man hier in Bayern hat. Keine Ahnung, wie die in anderen Bundesländern heißen, aber sozusagen waren das so diese Frühlings- und Frühsommerurlaube oder waren das auch schon wirklich diese Sommerferien? Ja, nee, also zuerst wurde tatsächlich, es standen ja die Osterferien bevor und erstmal war das, was im April an Buchungen drin war, wurde gecancelt und natürlich, man hat sich ja in dieser Zeit von Tag zu Tag gehangelt und man wusste ja auch nicht, was kommt und ich denke, die Leute waren schon eher zögerlich, also es ging erstmal um die Aprilbuchungen, dann wurde langsam klar, okay, also bis 11. Mai wird alles dicht sein. Insofern waren dann auch so diese ersten Mai-Tage schon relativ schnell, die storniert wurden. Aber es breitete sich eigentlich mit diesem extremen Lockdown immer mehr Unsicherheit aus, dass das überhaupt noch mal was wird dieses Jahr. Und das war uns ja auch nicht klar, beziehungsweise es gab schon auch Tage und Wochen, wo wir da mit gerechnet haben, dass wir dieses Jahr keinen Euro Umsatz mehr machen. Dementsprechend auch, kann ich ja gleich ein bisschen erzählen, da Marketing Kampagnen komplett runtergefahren haben, beziehungsweise in eine andere Richtung gelenkt haben. Und genau, also die Sommerstornos kamen dann so ungefähr, würde ich sagen, Mitte, Ende April. Dann wurden auch die Sommerferien storniert, ja. Bevor wir jetzt auf das Marketing sprechen kommen, was natürlich ganz spannend ist, nur noch mal so zur Einordnung. Was ist euer Hauptgeschäft? Sind das so die zweiwöchigen, dreiwöchigen Buchungen, Leute, die zu zweit oder auch mit der Familie in Urlaub fahren, so richtig, also ihren Sommerurlaub damit machen? Oder sind es auch viele so diese klassische verlängertes Wochenende oder auch wirklich mal ein Wochenende Buchungen? Also es gibt beides tatsächlich. Von der Zielgruppe her sind es eben hauptsächlich, sage ich mal, urbane Paare, Familien natürlich auch. Aber wenn man sozusagen die ganze Range der Customer anschaut, ist doch der Großteil Paare oder Freundinnen, also die zu zweit reisen. Und genau, das eben mit einem durchschnittlichen Warenkorb ungefähr von 1.000 Euro bedeutet, das sind dann immer so 9 bis 10 Tage. Kommt ein bisschen drauf an, wann gebucht wird. Die jetzt schon buchen, die Frühfreuer nennen wir sie jetzt im Corona-Jahr, nicht die Frühbucher, sondern die Frühfreuer, unter dem Motto freu dich zu früh, die buchen tatsächlich ein bisschen länger. Das sind die, die dann im August auch mal 3 oder 4 Wochen buchen. Und im Schnitt sind es aber 9 bis 11 Tage, je nachdem, wann gebucht wird. Die kurzfristig, ganz kurzfristig buchen, buchen oft auch nur über ein langes Wochenende im Mai. Das sind dann, also wir haben aber eine Mindestmietdauer von 3 Nächten, einfach deshalb, weil es ein großer Aufwand ist, den Bus aufzubereiten nach jeder Miete, aber auch für den Kunden, der dieses Fahrzeug ja auch irgendwie einräumen muss und wieder ausräumen muss. Also ein bisschen wie eine Ferienwohnung, die man für 3 Tage, das macht man auch eher nicht. Ja. Aber okay. Es gibt alles. Um jetzt aufs Marketing zu sprechen zu kommen, wie habt ihr darauf reagiert, auf dieses, erstmal auf diesen totalen Zusammenbruch?
Ja, also die erste Reaktion, also die allererste war natürlich erstmal Kosten zu minimieren und die Kanäle zu stoppen. Also das Suchvolumen ist natürlich runtergegangen. Wir haben die Ad-Kampagnen abgeschaltet, dass es wirklich quasi auf null runtergehen musste. Wir haben ja auch für das ganze Team 100% Kurzarbeit anmelden müssen. Nicht für alle, die Booking-Hotline natürlich nicht, aber hauptsächlich die Stations waren offen, aber sie sind und waren im Prinzip nicht besetzt. Also da ging es nur erstmal um Kostenreduzierung. Das waren die ersten 3 bis 4 Wochen, bis wir gemerkt haben oder bis die Nachrichtenlage so war, dass klar war, also es geht diese Regelung der Grenzschließung bis 15. Juni, aber im Mai merkte man schon, die Leute werden wieder etwas mutiger, sie buchen für die Sommerferien. Dementsprechend haben wir dann die Kanäle ein bisschen aufgedreht, aber sehr viel Brandarbeit gemacht. Und zwar unter dem Hashtag Träumen erlaubt, weil es war natürlich in der Zeit sehr schwierig, mit Reisen zu werben. Also dein Roadtrip durch Italien, das sind die schönsten Campingplätze und die schönsten Tipps fürs Sightseeing. Das war einfach total unangebracht in der Zeit. Das heißt, unsere ganze Content-Welt war eigentlich dahin. Und dennoch wollten, also ist SEO eine große oder überhaupt Organic Traffic ein großer Bestandteil unserer Strategie. Wir haben gedacht, wie können wir diesen Content weiter verwerten und auch noch ausbauen, um be ready zu sein, dann, wenn es wieder losgeht. Und dann ist uns dieser Hashtag Träumen erlaubt eingefallen, den wir dann zu einer Kampagne gemacht haben, indem wir gesagt haben, hey, alle sitzen zu Hause und würden gerne weg und würden gerne die Welt sehen und sind zu Hause ein Stück gefangen und haben so wenigstens die Möglichkeit, sich mit schönen Bildern und schönen Videos und Plänen für kommende Reisen halt, können sie sich ein bisschen ablenken. Und unter dem Hashtag Träumen erlaubt haben wir es dann eigentlich geschafft, diese Content-Welt, die wir schon geschaffen hatten und ausgebaut haben, dann aufrechtzuerhalten. Und dann Aber das heißt, ihr seid von eurem Ansatz dann ganz stark eben auf so einen Image-Ansatz gegangen und eben nicht mehr auf diesen ja klassischen Abverkaufs- oder Lead-Generierungs-Ansatz. Genau, also es war in dem Moment, ist ein bisschen ähnlich zur jetzigen Situation übrigens. Aktuell hat auch keiner irgendwie richtig Lust, einen Urlaub zu buchen, weil auch wieder so viel Unsicherheit bevorsteht. Wobei mit dem Impfstoff kann sich das in ein paar Wochen ja dann auch schon wieder ändern von der Mentalität. Aber damals war es halt einfach so, also eine conversion-optimierte Kampagne war da wahrscheinlich einfach fehl am Platz. Und wir sind sehr stark auf das Thema Branding gegangen, auf das Thema Content-Erstellung und haben uns Kampagnen überlegt, die zu dieser Zeit passen, mit denen wir Aufmerksamkeit auf unsere Marke bekommen, dass, wenn es dann wieder losgeht, wir sozusagen parat sind. Und das war zum Beispiel die Kampagne 150.000 Euro für Corona-Helfer, weil zu dem Zeitpunkt dachten wir, unsere Räder, also die Räder unserer Busse werden dieses Jahr stillstehen. Da wird kein einziges Rad rollen. Da waren wir zum Teil auch in den ersten Tagen und Wochen recht pessimistisch, haben gesagt, okay, das Einzige, was wir machen können, ist, wir können noch was Gutes tun und darüber reden natürlich, dass also PR ist auch irgendwo mein Steckenpferd. Insofern haben wir uns ausgedacht, dass wir für die Corona-Helfer, also die, die in dieser Zeit sozusagen die systemrelevanten Berufe ausgeübt haben, pro Person 7 Tage einen Camper verschenken, den man dann einlösen kann, wenn es wieder geht, wenn die Grenzen wieder offen sind. Und genau, man konnte da nicht nur sich selbst anmelden, sondern vor allen Dingen auch andere. Also ich kann meinen Nachbar, den ich nicht denunziere, weil er jemanden getroffen hat, sondern weil ich ihn so nett finde und ihm und sehe, wie er jeden Tag zur Arbeit geht und in einem Krankenhaus arbeitet, in einer Apotheke oder bei einem Lieferdienst. Und denen empfehle ich, dass er diese 7 Tage verdient hat. Und das hat eigentlich, ja, kann man schon fast sagen, eine kleine PR-Meldungswelle ausgelöst. Da hat die Münchner Abendzeitung auch groß mitgemacht und genau, das ist einfach sehr gut gelaufen und wir haben einfach unfassbar emotionale Geschichten bekommen, eine große Bindung auch zu den Menschen aufgebaut. Also es gab tatsächlich dann auch eine Person, die sich nur um diese Anfragen gekümmert hat und ich bin sicher, wir haben auch aus denen, die eingereicht haben, am Ende Mieter gewonnen und aber natürlich auch einfach einen guten Presseeffekt gehabt, klar. Und
was Gutes getan. Also ich glaube, 70% der Reisen wurden jetzt auch schon eingelöst dieses Jahr. Ah, okay. War dann natürlich auch so, muss man auch dazu sagen, die Downside. Der August war natürlich der Campingboom-Monat schlechthin. Da waren dann natürlich auch ein paar Busse dadurch belegt, aber das ist dann halt so. Also den Effekt haben wir ja trotzdem gehabt. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie seid ihr denn mit diesem Hype, der ja wirklich das Thema Camping betroffen hat, dann umgegangen? Mhm. Ja, also die Sommersaison im Geschäft der letzten Jahre war ohnehin immer ausgebucht. Das heißt, dieses Thema Campingboom, was so viel in der Presse auch beschrieben wurde, ist natürlich was, also natürlich hat uns das in die Karten gespielt, auch noch im Juni und dann auch vor allen Dingen noch im September und Oktober, dass es da einfach so einen Hype gab. Aber der Juli, August, das sind Monate, an denen hätten wir unsere Auslastung eh bis zur Grenze erreicht. Jetzt war es so, wir konnten vieles nicht mehr bedienen und wir mussten unsere Flotte auch ein Stück reduzieren, weil wir einige Autos dann im Mai hätten abnehmen müssen, die wir dann storniert haben, weil wir nicht mehr wussten, ob wir die brauchen oder nicht. Und dann haben wir sie storniert, also zumindest einen Teil davon, und die konnten wir uns auch nicht mehr zurückholen und konnten auch keine neuen backen. Insofern war das dann so ein bisschen, dass die Katze sich in den Schwanz gebissen hat. Ich sag mal, dadurch haben wir jetzt nicht überperformt in diesen Sommermonaten und wir konnten der Anfrage dann eigentlich nicht mehr gerecht werden. Das hat uns aber jetzt motiviert, noch mehr Autos zu bestellen. Also insofern haben wir gesagt, nächstes Jahr Wachstum. Okay, das wäre nämlich jetzt auch noch zum Abschluss die Frage gewesen, was sind denn aus diesem Hin und Her, anders kann man es ja überhaupt nicht sagen, also himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, Learnings aus dieser ganzen Sache? Habt ihr irgendwas mitgenommen, wo ihr vielleicht auch langfristig sagt, das haben wir jetzt für unser Geschäft generell irgendwie gelernt, dass wir den Fokus irgendwie auf was anderes legen müssen beim Thema Marketing oder dass Aktionen besonders gut funktioniert haben, auf die ihr vielleicht im Vorfeld gar nicht gekommen seid, die sozusagen aus der Not geboren wurden. Gibt es da was oder ist das hauptsächliche Learning, ihr bestellt einfach mehr Autos und habt dann parat für nächstes Jahr? Also unter diesen Bedingungen von Corona gehören wir zu einem Unternehmen in der Reisebranche, was trotz Corona und trotz vielleicht einem Corona-Jahr 21 wachsen kann und will und das in hohem Maße. Also wir werden nach Italien, Holland, Belgien und Österreich nächstes Jahr expandieren. Wir werden die Flotte nahezu verdoppeln. Wir gehen ganz, ganz fest davon aus, und das ist unser Learning, dass das also eine neue Zielgruppe geboren hat, auch durch Corona, die vorher nie an Camping gedacht haben, für die das eigentlich nie ein Thema war, weil vielleicht noch assoziiert mit spießigem deutschen Campingplatz und Gartenzwerg, sondern da einfach irgendwie eine neue Reiseform noch mehr in geworden ist, als es vorher schon war. Wir haben gelernt, dass es wichtig ist, diese Customer Journey bis zum Ende zu denken. Und das ist in unserem Fall, dass wir den Mietern eigentlich eine Möglichkeit geben müssen, zu entscheiden, wo fahre ich denn hin? Also ich möchte das mal ausprobieren mit so einem Van, aber ich weiß nicht, wo ich hin soll, weil ich will nicht auf so einen überfüllten Campingplatz und so. Und ein Produkt, was daraus entstanden ist, ist Roadsurfer Spots, wo wir legale, also nicht Wildcamping, sondern legale, autarke Spots suchen, wie zum Beispiel auf einem Bauernhof oder bei einem Winzer oder einfach auf einer Wiese, und die sozusagen für kleines Geld buchbar machen und auch direkt buchbar machen. Das unterscheidet uns von anderen, die es schon am Markt gibt. Das heißt, wir akquirieren gerade die Hosts, sprich die Bauern, die eben ein Feld oder einen Stellplatz zur Verfügung stellen. Und wollen dann ungefähr im März dann nächstes Jahr damit live gehen, um die Customer Journey sozusagen zu Ende zu denken und zu sagen, hier kannst du dich hinstellen mit deinem Van und das legal und das autark und das mit Social Distancing, so viel du es möchtest. Das ist so ein Produkt, was aus dieser Zeit entstanden ist. Und dann, also unser größtes Learning ist, dass auch ein sehr operatives Geschäft wie unseres mit Homeoffice funktioniert und mit einer, ja, sage ich mal, Art von New Work, wie es vorhin beschrieben wurde von Michael Trautmann. Und vor allen Dingen, dass uns da auch das Team einfach nicht im Stich gelassen hat. Und das hat uns eigentlich so bestärkt. Wir sind immer sehr nahbar gewesen zu unserem Team. Klar, es war auch immer ein kleines, jetzt ist es gewachsen, wir bleiben es.
Und diese Nähe und diese Verbundenheit, die haben wir in dieser Zeit einfach unfassbar gespürt und die hat sich auch ausgezahlt. Also das ist eigentlich, wir haben morgen unsere Firmenconvention. Das ist eigentlich das größte Learning, was wir aus diesem crazy Jahr ziehen, dass das Team unfassbar zusammengehalten hat. Ja. Das klingt irgendwie so, als ob ihr bereit für das nächste crazy Jahr. Nicht ganz crazy, ein bisschen weniger würde auch gehen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich denke, das hatten wir alle, so wie wir hier stehen oder sitzen, hatten mit Herausforderungen in diesem Jahr zu kämpfen. Und aber ich denke mir, und das ist ja auch so ein bisschen der Tenor dieser Veranstaltung, wir alle haben natürlich auch, sind auch daran gewachsen an diesen Herausforderungen und haben Neues gelernt. Ich danke dir sehr, dass du da gewesen bist, Susanne, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast es gerade angesprochen, ihr habt morgen eine große Firmen-Convention. Du bist eigentlich in der Vorbereitung deiner eigenen digitalen Konferenz. Und es ist nicht so leicht. Ich wünsche euch vor allen Dingen, dass ihr ganz wenige technische Probleme habt. Wir hatten heute so 1, 2, 3 irgendwie, aber und wenn, dass sie sich ganz schnell beheben lassen und dass das morgen gut wird. Und ja, ich danke dir sehr, dass du da gewesen bist für deine Zeit und deine Insights, die du hier mit uns geteilt hast. Vielen Dank für die Einladung. Ganz toll. Danke dir, alles Gute. Und ja, die ersten Camper-Fans haben sich hier schon im Chat geoutet. Also wahrscheinlich hast du den einen oder anderen Kunden hier gleich auch noch auch nicht dazu gewonnen. Genau. Ich danke dir sehr. Mach's gut, Susanne. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt gehen wir schnurstracks über zu unserem letzten Vortrag für heute. Wir haben heute Morgen in aller Herrgottsfrühe, habe ich es in irgendeinem Chatbeitrag kurz gelesen, das Thema Messen wurde angeschnitten. Und über das Thema Messen unter anderem würde ich ganz gerne sprechen und natürlich auch in dem Zusammenhang das Thema Digitalisierung, was ist aus dem Messen geworden, was wird mit Ihnen passieren und vor allen Dingen aber natürlich auch, was machen Unternehmen, die so angewiesen sind auf Messen. Das sind natürlich ganz viele B2B-Unternehmen, aber das wissen wir alle, sind natürlich auch B2C-Unternehmen. Was passiert mit Marketingbudgets plötzlich, die vor allen Dingen in die Messen gewandert sind? Und da habe ich mir eine ganz illustre, lustige und lebendige Runde zusammengestellt. Und ich bin gespannt, wer von denen jetzt da ist, weil ich habe gerade aus der Regie gehört, dass wohl eine Person noch fehlt. Aber ich begrüße ganz herzlich hier bei mir. So, jetzt fange ich mal an. Andreas Bauer, wir müssen da schauen, dass wir die alle zusammen sagen. Genau, Andreas Bauer, heben Sie mal die Hand, dass wir auch alle wissen, wer Sie sind. Hallo genau. Miteinander. Andreas Bauer, BVIK-Vorstand und Initiator der BVIK-Studie B2B-Marketing. Budgets. Ach, jetzt sind wir ja doch alle da. Ich sehe es gerade. Ich freue mich. Na dann machen wir weiter mit Silke Lang, die offensichtlich gerade noch aus der Maske gesprungen ist. Silke Lang, ebenfalls BVIK-Vorstand und Director Marketing Mobile Hydraulics. Ich weiß noch nicht mehr, wie man das ausspricht. Entschuldigung. Hydraulics. Dankeschön von Bosch Rexroth. Wir haben Kai Halter, BVEK-Vorstandsvorsitzender, wird immer hier die ganze Vorstandsriege, und Director Marketing von EBM Papst Mulfingen. Und zumindest bei mir jetzt gerade ganz unten aus Österreich zugehört, und damit haben wir dann die Dachregion heute einmal durch. Uwe Seebacher, Global Director Marketing, Communication und Strategy der Andritz AG. Das ist aber auch ein langer Titel. Schön, dass ihr es hierher geschafft habt. Und wir wirklich jetzt hier vollzählig diese Veranstaltung heute zu einem hoffentlich gelungenen Abschluss bringen. Ja. Ich habe es gerade schon angesprochen, wir wollen vor allen Dingen über das Thema Messen, Marketingbudgets, damit verbunden natürlich auch klar das Thema Digitalisierung sprechen. Ich würde aber ganz gerne mit einer Studie einsteigen, die der BVIK, der Bundesverband, Bundesverband Industriekommunikation, Entschuldigung, ja, danke, ach mein Gott, auch noch so toll gebrandet, das ist echt
herausgebracht hat. Und in dieser Studie, die den Titel hat B2B-Marketing-Budgets 2020, richtig, Andreas, geht es eben darum, dass Marketing-Budgets natürlich in diesem Jahr in andere Kanäle fließen, als sie es bisher getan haben. Und vor allen Dingen, dass Marketingbudgets gerade im Bereich B2B immer mehr senken. Vielleicht hast du Lust, ganz kurz uns so ein bisschen abzuholen und mit zwei, drei Sätzen, da sozusagen meine Grundlage für das folgende Gespräch. Ja, gerne, Lena. Jetzt sind wir weg von den Bullies im Business-to-Business-Bereich. So Roadsurfer wäre auch ganz cool gewesen. Aber wir sind jetzt im Business-to-Business-Marketing-Themen und der Bundesverband Industriekommunikation hat alle Marketingkollegen in der Industrie gefragt, wie sich denn die Marketingbudgets entwickeln. Und da gibt es eine Pi mal Daumenzahl, vielleicht vorab, die Studie und Auszüge daraus sind alle auf der Homepage von BVIK, ein Teil davon frei zum Herunterladen. Also wen es interessiert, einfach mal vorbeisurfen, bvik.org. Das war die Werbeeinblendung. Aber wie schaut es jetzt aus? Es gibt so eine Kennzahl, die Kollegen, die jetzt auch hier zuschauen, sich mal überlegen, wie viel von meinem Marketingbudget, wie viel Prozent sind das denn vom Umsatz meines Unternehmens? Das ist so eine Kennzahl. Und Pi mal Daumenwert war in der Vergangenheit, dass etwa 1% im Business-to-Business-Bereich im Schnitt für Marketingaufwendungen, Messen und andere Themen ausgegeben werden. Und diese Kennzahl hat sich von 1% auf 0,6% die letzten Jahre reduziert. Da haben wir auch nochmal nachgeprüft, ist es deswegen, sind vielleicht die Marketingbudgets gleich geblieben, aber die Umsätze der Unternehmen sind gestiegen, wäre ja super erfreulich. Leider nein. Also es ist auch absolut gesunken, die Marketingbudgets, die Marketingspendings. Und wir fragen dabei auch immer die ganzen Marketingkollegen, wofür gibt er denn die Marketing das Geld aus? In welche Kanäle geht das Geld, abgesehen davon, dass es immer zu wenig ist? Und natürlich haben wir da Bereiche Print, Media, Anzeigen, der allergrößte Bereich, weitaus größte Bereich, über ein Drittel, bei kleinen Unternehmen bis zur Hälfte, beim kleinen Mittelständlern, geht in den Bereich Messen und Events. Ja. Und wir hatten gerade vorhin ja auch bei Vileda die Online-Aktivitäten im Business-to-Business-Bereich, ist das sicherlich noch ausbaufähig. Das ist mittlerweile Homepage, SEA, Online, Social Media, Social Selling sind etwa 17% des gesamten Marketing-Budgets, um so einen Vergleich zu haben. Aber weit über ein Drittel bis zur Hälfte Live-Events und dort vor allem Fachmessen, die im Business-to-Business-Bereich und im Industriebereich eine sehr wichtige Rolle spielen. Auf das Thema Messen eben als Kommunikationstool, als Marketingtool und den Wegfall dessen, da würde ich jetzt gerne ein bisschen bei dem Thema bleiben und werfe das gerne in die Runde oder den anderen dreien mal so ein bisschen zu. Wie sah es denn aus dieses Jahr mit den Messen? Vielleicht auch aus einer persönlichen Erfahrung, ohne dass ich das jetzt genau weiß, aber ich glaube, ihr kommt alle drei aus Unternehmen, die auf Messen an und für sich präsent sind und sich auf Messen umtun. Wie war es denn, wie ist es normalerweise und wie war es im Vergleich dazu dieses Jahr? Also ich würde mal sagen, es war die Vollbremsung. Tatsächlich. Ich würde mal sagen, also ich habe es empfunden, es war wirklich von 100 auf 0 und das hat sich wirklich aus der persönlichen Erfahrung tatsächlich so manifestiert, dass wir sogar einen Messeauftritt, der schon komplett aufgebaut war im Frühjahr in USA, eigentlich komplett alles fertig war. Und das Standpersonal bereits da war, zwei Tage vorher den Messestand zuschließen mussten. Also so hat es so solche Auswirkungen hatte das. Das ist natürlich Worst Case, bis hin zu eine große Hannover-Messe, die natürlich auch so ein Branchenhighlight ist für uns im B2B-Umfeld. Die konnte man noch so 6 Wochen vorher so ein bisschen abfedern. Natürlich ist da schon total viel Input reingeflossen, weil es ist tatsächlich so, dass wir im B2B-Umfeld und nicht nur bei uns, bei Bosch Rexroth, sondern sicher auch in anderen Unternehmen, kann Kai sicher bestätigen, sehr, sehr viel investieren, auch mittlerweile in die Vorbereitung von solchen Messen, also mediale Inszenierungen, Vorbereitungen, also man legt auch nicht mehr nur Produkte irgendwo hin, sondern man versucht wirklich auch diese Woche zu nutzen von so einer Messe, möglichst viel an Content in verschiedensten Art und Weise eigentlich auch darzustellen. Und da
hat man natürlich komplett abgebremst. Natürlich konnte man auch einiges jetzt in andere Kanäle umleiten und auch virtuell dann vorbereiten. Da können sicherlich auch meine Kollegen noch mal was dazu sagen. Aber es war eigentlich echt ein brutaler Cut. Und so als gesamtes Unternehmen hätten wir, ohne es jetzt ganz genau im Kopf zu haben, aber circa 10 bis 15 Messen machen wir auf jeden Fall im ganzen Jahr. Und da hat jetzt keine einzige stattgefunden, eigentlich außer gerade aktuell in China läuft eine große Baumaschinenmesse und die läuft sogar tatsächlich live. Oh, okay. Ja. Dann unter einfach strengen Hygieneauflagen? Ich hab gerade ein Video bekommen vor einer halben Stunde tatsächlich. Ja, also die Besucher laufen natürlich alle mit Maske rum, aber ich wundere mich tatsächlich, wie eng es tatsächlich auf dem Stand zugeht. Also man glaubt gar nicht, dass man, also mit Abstand hat es aus meiner Sicht jetzt gerade nichts zu tun, was ich dort live sehe. Und das ist wirklich ein Video von heute Morgen oder von gestern, wo wir die Kollegen direkt jetzt zugeschickt haben. Also Maske ja, Abstand sehe ich jetzt da aktuell nicht, aber es wirkt relativ voll und auch relativ gut besucht alles, ohne dass ich jetzt da schon irgendwelche Zahlen hätte. Also nur aus diesem Video als kurzer Eindruck. Wie war denn, Kai, vielleicht kannst du was dazu sagen, natürlich haben ganz viele Messen versucht, irgendwie eine Alternative zu finden. Die Messen wurden abgesagt. Vieles ist in den digitalen Raum verschoben worden. Wie hast du das erlebt oder wie ist dein Eindruck? Wie auch ihr als BVEK habt ja da mit euren Mitgliedern gesprochen, auch eine Erhebung angestellt. Wie ist das angekommen? Wie hat das funktioniert? Ich sage mal, also erstmal Messen waren weg. Da muss ich der Silke zu 100% Beistimme, das ist einfach so, dass außer China tatsächlich keine Messe stattfindet. Bei uns waren es 45 dieses Jahr, die einfach c'est la vie weg waren. Drei davon haben stattgefunden tatsächlich in China und das schon seit 3 Monaten wieder. Also das ist definitiv so. Ich glaube manchmal, dass in den Industrieunternehmen im Augenblick das Gefühl herrscht, Marketing findet gar nicht statt. Also wir sitzen an unseren Schreibtischen und spitzen vielleicht die Bleistifte, aber schaffen im Augenblick relativ wenig. So ist der allgemeine Eindruck und das ist halt überhaupt nicht so. Also die Marketingorganisation, jetzt wenn ich nur noch bei mir nach draußen schaue, die sind komplett unter massivstem Druck. Die müssen in einem neuen Umfeld, nämlich digitale Kommunikation, komplett professionell mit Produkteinführungen, mit Dialogformaten, mit Begegnungskommunikation, mit ganz, ganz neue Themen bespielen, mit einem Team, was professionell Messen organisiert hat bisher. Und das ist ein Change, den wir in kürzester Zeit hier vollführen müssen, der erstaunlicherweise echt erfolgreich läuft. Aber der Aufwand, den wir betreiben, der ist absolut vergleichbar mit dem, was wir vorher auch im Messebereich hatten. Und ich glaube, das müssen wir auch lernen, als Marketingverantwortliche in den Unternehmen, das so transparent zu machen und wirklich zu zeigen, hey, hier geht gerade die Post ab, hier ist ein Wandel im Gang, der ist so überhaupt nicht voraussehbar gewesen. Und das ist eine Sprunginnovation. Die haben wir nicht eigenständig betrieben, aber tatsächlich als Ergebnis ist sie nachher da. Und ich glaube, diese Plattformen, die von Messegesellschaften im Augenblick angeboten werden, sind ein Krückstock, die mit der eigentlichen Messe überhaupt nichts zu tun haben. Das sind Webseiten, die aufgebaut werden, für die man zwischenzeitlich auch wieder meint, einen relativ Haufen Geld zu verlangen zu können. Aber die Wirkung ist gegen null, ganz klar. Was wir lernen müssen, wie gesagt, ist viel auch In-Housing. Ich sage immer zu meiner Mannschaft, der wichtigste Messestand der Zukunft wird unser Showroom sein, weil wir mit kleinen Kundengruppen unsere Innovationen genauso zeigen müssen, wie wir es auf einer internationalen Messe machen würden, weil die wird so schnell, wird das Messebusiness, wie wir es kennen, nicht zurückkommen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir haben. Wir wissen nicht, wie viele Messegesellschaften, wie viele Messeplattformen, wie viele Messen bleiben tatsächlich übrig, wie viele überleben diese 1,5, 2 Jahre ohne Veranstaltung. Da mache ich mir schon ziemlich Sorge drum. Muss man denn dann, vielleicht Uwe an dich auch die Frage, weil ich weiß, dass ihr ganz viel das Thema Digitalisierung schon voranschiebt, jetzt unabhängig auch von den Messen. Ist es vielleicht in der Tat so, dass generell mittel- oder auch langfristig viele B2B-Unternehmen
eigentlich dann von den Messen vielleicht mal ein bisschen Abstand nehmen sollten und eigentlich ihre Gelder in andere Themen, in digitalere Themen investieren sollten? Absolut, absolut. Das, und darum sitze ich hier mit eigentlich einem Lächeln, weil das geht ja immer so ein bisschen zwischen den Technikern und den Betriebswirten. Diese, das ist immer ein, so ein gewisses, mit gewissem Ressentiment behaftetes Thema. Und wir haben in den letzten Jahren im Marketing ziemlich umgerührt und wir haben uns eigentlich heuer viel Geld gespart und konnten jetzt wirklich sehen, dass das, was wir in den letzten Jahren gemacht hatten in Bezug auf Fokuskampagnen, Digitalisierung, jetzt wirklich der Payoff da ist, weil unsere, also man muss sagen, bei dem Pumpenbereich, für den ich auch verantwortlich bin, haben wir Standardprodukte, das sind also klassische Pumpen in unterschiedlichen Bereichen, aber auch sehr große Engineered Pumps, wo es um große Entsalzungsanlagen und so weiter geht. Und unser Standardgeschäft hat wie jedes Jahr Zuwachs genommen, obwohl alles stillgestanden ist. Das sind eingespielte Prozesse, die Fokuskampagnen laufen auf Social Media und ich habe, seit ich im Juni 2017 zu Anders gekommen bin, ja den gesamten Medieneinkauf massiv umgedreht, alle Agenturleistungen, die Programmatic Advertising gemacht haben, abgedreht, dadurch viel Geld gespart, weil die Zielgruppen und die Zielmedien sehr spitz sind. Und dadurch haben wir alles auf digital umgestellt und das hat heuer dazu geholfen, dass wir eigentlich on track sind. Und wir haben auch die großen Deals gemacht, wo wir natürlich Verkaufszyklen von 3 bis 5 Jahren haben. Ich denke ja, und das Problem mit Messen, das wir im B2B-Bereich haben, das ist immer auch ein gewisses Stelldichein. Und eine große Messe für uns, die Leitmesse, ist die IFA in München. Eine brillante Messe, man trifft sich. Aber dort jetzt zu sagen, wir gehen dort nicht hin, würde bei den Wettbewerbern oder mit Kunden sagen, der andere geht das Geld aus. Also man kann da eigentlich nicht wegbleiben. Ich denke aber, dass jetzt die Chance da ist, vor diesem Hintergrund sehr gezielt jetzt auf neue Formen umzugehen. Und ich habe es in der Generalprobe, Andreas, gesagt, das sehe ich schon sehr wohl. Events, One-to-One-Event oder mit Key-Kunden werden bleiben, ähnlich in dem Vergleich. Als das E-Book kam, hat man gedacht, es gibt kein Buch mehr. Das Buch ist heute ein Luxusgut. Als die CD kam, die Disc, hat man gedacht, es gibt keine Vinylplatten mehr. Dabei gibt es ein Unternehmen in Österreich, sie liefern weltweit wieder Vinylplatten aus. Man gönnt sich den Luxus. Und ich denke, was unsere Strategie wird, wir werden uns sehr genau überlegen, ob wir auf große Messen gehen, das Geld in die Hand nehmen oder ob wir viel digitaler machen, hybride Events aus einem eigenen Fernsehstudio heraus und dann unsere VIP-Kunden nach Hause zu uns einladen, das Gefühl der Wertigkeit, der Appreciation zu geben, um da viel stärker zu fokussieren. Das heißt also, dieses ganze Thema Messe ist sozusagen nicht... das ist nicht tot oder das ist nicht gestorben, weil es hat nach wie vor seine Vorteile. Das Produkt ist anfassbar. Man kann in Kontakt natürlich, in persönlichen Kontakt oder in persönlichen Austausch kommen, ganz anders, als es über ein digitales Medium möglich ist. Ganz abgesehen davon, dass vielleicht auch die eine oder andere digitale Plattform noch nicht so ausgereift ist, dass sie irgendwie einen Mehrwert bietet. Aber glaubt ihr, die ihr so wahnsinnig viel eigentlich auf Messen unterwegs seid, dass genau das, was der Uwe gesagt hat, dass man sozusagen sich auf ein paar wichtige Messen fokussiert und das restliche Geld für andere Dinge ausgibt? Und der Uwe hat es auch gesagt, es gibt Live-Events, das persönliche Treffen. Das kann eine Messe sein, das kann auch andere Themen sein. Also das einmal ist dieses persönliche Fühlen, hören, schmecken, riechen, mit allen Sinnen wahrnehmen, das ist uns eigen. Und bei sehr erklärungsbedürftigen Produkten, wo man auch Gespräche hat, wo man es vielleicht auch tatsächlich anschauen muss und die Hand nehmen muss und auch große Investitionen tätigt und sich auch das Unternehmen anschaut, dann hat das Live, das im tatsächlichen Leben erleben, eine sehr wichtige Komponente. Bei der Messe gibt es auch noch ein anderes Thema und das ist das Thema Marktplatz. Das heißt, man verkauft, die meisten Industrieunternehmen verkaufen ja nicht für ihre Kunden das komplette Sortiment, sondern ein kleines Segment daraus. Sie sind nicht komplett in der Tiefe. Das heißt, der Messebesucher hat ja ein Interesse, ganz unterschiedliche Sachen einzukaufen. Um beim Uwe zu bleiben, jetzt nicht nur die Pumpe, sondern gibt es auch Leute, die schauen sich andere Geräte links und rechts davon an und dann gibt es eben Messen, die ganze Bandbreite abdecken. Das sind ja die zwei Funktionen, die Messe haben. Und beide Funktionen können natürlich zum Teil auch digital ersetzt werden.
Wir sehen digitale Lösungen, Netzwerkökonomie ist ja immer das Stichwort, Amazon und so weiter bietet ja den Marktplatz, wo ich unterschiedliche Anbieter habe, um ein anderes Beispiel zu machen. Und live treffen können ja auch One-to-One, Kundenveranstaltungen, große Unternehmen machen eigene Kundenveranstaltungen, können da auch da stattfinden. Und in diesem, von diesen beiden Seiten werden die Messen schon in die Zange genommen, sitzen aber, haben aber eigentlich einen riesen Vorteil, denn sie haben die Communities. Eigentlich sind sie Eigentümer einer Community, die sich dort trifft, jedes Jahr oder alle 2 Jahre über eine Breite und über viele Jahre. Und diese Community könnte eigentlich 365 Tage, 24 Stunden bespielt werden. Warum nur einmal im Jahr? Und das hat Mehrwerte. Und da sind sicherlich sehr viele Themen, die digital sind und die für uns Industrieunternehmen einen riesen Vorteil hätten, wenn wir dann profitieren könnten. Verlage, um ein anderes Beispiel zu machen, haben ja auch so Communities. Aber Andreas, wenn ich da einhaken darf, genau das ist der kritische Punkt. Und die Messeveranstalter haben natürlich jetzt gesehen, dass sie ihre Daten wie wild an Unternehmen versuchen zu verkaufen, um hier die Community auszunutzen. Was ich aber schon sehe und wovor ich warne, ist, ich vergleiche das immer mit den Digitaluhren. Früher hat es Analoguhren gegeben, ich habe jetzt Beispiele mit. Dann kann man die digitalisierten Uhren, wo sie dann praktisch diese ersten Anzeigen hatten, die Digitaluhren. Ja? Aber heute hast du wirklich eine digitalisierte Uhr, eine iWatch, die dir auch Added Value, Herzfrequenz und so weiter anbietet. Was ich momentan im Markt sehr oft sehe, ist, dass jetzt die Eventanbieter einfach die 5 Tage messen, dann digitalisieren jeden Vortrag nach dem anderen. Ich glaube, das ist nur die Digitalisierung von Events. Aber die Digitalisierung von Events muss anders sein. Und da werden wir in Zukunft sehr genau drauf schauen. Und da wird sich auch die Spreu vom Weizen im Markt trennen, weil die Cleveren, die arbeiten schon heute mit Hybrid, mit interaktiven News Services und so weiter. Und die anderen, die nur wirklich Events digitalisieren, genau, sozusagen, ja, die werden nicht mehr im Markt bestehen können, weil das ist langweilig. Und in einem virtuellen Event nimmt man sich viel schwieriger die Zeit, weil das Face. Und dieser kleine Unterschied, wenn ich da vielleicht noch kurz, wir haben eine 2. Studie gemacht, Lena, die war dann im August und im September, sorry, auch dafür haben auch die Mitglieder gefragt, auch speziell zu dem Thema Digitalisierung und digitale Events. Und genau, was der Uwe jetzt gesagt hat, über 2/3 der Marketingtreibenden im Business-to-Business-Bereich in der Industrie, 2/3 haben gesagt, diese virtuellen Messen sind schlecht bis sehr schlecht. Und da gibt es 2 Themen. Einmal war eine Erwartungshaltung, es war ein Ersatz einer echten Messe, ein Ersatz, da war vielleicht auch eine hohe Erwartungshaltung. Und dann genau, was der Uwe gesagt hat, teilweise wurde die Messe nur quasi auf diese Plattform gebracht, der Kai hat es vorhin gesagt, und das funktioniert überhaupt gar nicht, weil die Effekte einer Messe sind ganz andere und es ist eben nicht diese die ganzen Vorteile der digitalen Welt übernommen, sondern eigentlich versucht, 1:1 umzusetzen und hat sich 2-mal Nachteile eingekauft. Man konnte es nicht live machen und man hat auch nicht die Vorteile der digitalen Welt genutzt. Und deswegen haben 2/3 unserer Marketing-Treibenden gesagt, das funktioniert so nicht. Sie sind sehr unzufrieden damit. Allerdings haben 90% gesagt, sie können sich in Zukunft vorstellen, dass es hybride Events gibt und dass es ganz andere digitale Plattformen gibt. Aber ein Kontakt kam mir, die Carla hat geschrieben gerade, Lena. Kein digitales Medium kann das Live-Geschehen von dem Live-Kontakt ersetzen, man wird in Kontakt bei dir führen. Würde ich so nicht attestieren, sondern durch das digitale Marketing verändert sich die Wertschöpfungskette vom Marketing in den Vertrieb hinein und der technische Vertrieb ist tot. Wir werden in Zukunft massive Veränderungen im technischen Vertrieb sehen, weil das Vertrieb ist nur ein Klick weg, der kauft das virtuell und die Bereitschaft, große Millionenbeträge auszugeben, nimmt enorm zu. Das sehen wir schon in Asien, da werden über WeChat große Maschinen gekauft. Das heißt also, ich glaube nicht, dass die Kontaktqualität verliert und keinesfalls an der richtigen Stelle. Nur, ich werde viel und time is money. Die Qualität müssen wir aus Marketing heraus unserer Sales-Leute dahingehend optimieren, indem wir die Vorarbeit machen mit Marketing und Qualified Leads. Dann wird dort, wo es wichtig ist, im Tender-Business, im Project-Business, im Large-Scale-Business, ja, die Qualität vorhanden sein und die wenigeren Ressourcen werden wir bündeln. Alles andere wird über CPQ-Systeme automatisiert abgespielt. Also wir sehen trotz der Digitalisierung keinen Verlust der Qualität, sondern wir spielen dem Vertrieb den Rücken frei, damit für die wichtigen Kontakte die Qualität gegeben ist, indem mehr Zeit zur Verfügung steht. Silke, ich glaube, du wolltest noch was sagen, alles gut, oder? Ja, ich kann das unterstreichen. Ja. Ich nehme das natürlich auch wahr und wir beschäftigen uns auch schon
vor Corona damit, wie konzentrieren wir eigentlich auch unsere Messen, respektive was lassen wir weg. Diese Vielfalt, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gehabt haben, und man hatte ja den Eindruck, das werden immer mehr anstatt weniger Messen, das wird es so nicht mehr geben. Also da bin ich ziemlich klar oder ziemlich sicher, es werden nur noch ein paar ganz, sagen wir mal, wichtige, wahrscheinlich sind es tatsächlich diese großen Leitmessen, überleben, ja. Die dann aber auch, wie ihr alle sagt, diese Plattform bieten, sich im Marktplatz dann auch im Umfeld des Wettbewerbers mit den Kunden zu treffen für gute, tiefe Austausche, Kontakte. Alles andere, wie ihr auch sagt, im Sinne Information zum Produkt, zu dem, was ich eigentlich suche, das findet alles schon vorher statt. Der kommt im Prinzip schon mit ganz klaren Vorstellungen zu einer Messe. Ich bin der Meinung, das war auch schon vor Corona ein Thema und ein Trend, das hat sich natürlich jetzt beschleunigt. Und er wird sich sehr genau überlegen, warum soll er sich jetzt ins Flugzeug setzen oder ins Auto, um dahin zu fahren, 400 Euro für eine Übernachtung auf einem Messestandplatz in München zu bezahlen, um dort 3 Tage eine Bauma oder eine Hannover-Messe in Hannover zu besuchen. Also das wird tatsächlich eine große Frage sein. Ich bin auch noch sehr gespannt. Wir werden dort auch einen Weg suchen und suchen müssen im Unternehmen. Was lassen wir weg? Wo gehen wir hin? Wie groß machen wir es? Wie sieht ein Messestand aus? Bis hinzu, brauchen wir diese ganzen Produkte noch auf einem Stand oder können wir das nicht alles vorher virtuell abbilden? Also das sind Dinge, mit denen wir uns jetzt auch aktiv beschäftigen, weil das nächste Jahr steht vor der Tür und es braucht Antworten am Ende des Tages. Ja, Uwe hat vorhin, denke ich, eine ganz wichtige Anmerkung gemacht. Ich glaube, dass Marketing und Vertrieb deutlich zusammenwachsen im Augenblick. Und das ist eine riesige Chance. Auf der einen Seite lieben unsere Vertriebler, warme Körper vor der Nase zu haben. Das heißt, diese Messe, dieses Reden, Schmecken, mit einfachen Fragen, sage ich mal, an ihre Informationen zu kommen. Und die müssen jetzt auch in einer Weltstadt oder in einer Welt zurechtkommen, wo halt ich mal die Kontaktdaten mal mit dem Namen, mit der IP-Adresse und vielleicht noch auf Firma anfange. Und wenn wir jetzt beginnen, aus dem Marketing die generierten Leads einfach nur in den Vertrieb zu werfen, dann wird das sicher eine Katastrophe werden. Da wird im Vertrieb keiner Hurra rufen, sondern die werden erstmal sagen, ihr habt ja wohl den Schuss nicht gehört. Also ihr macht uns hier nur Arbeit und ihr müsst für uns die, ich sag mal, die Perlen rausfiltern. Und das ist was, was wir als große Chance jetzt im Augenblick haben, genau das zu zeigen, so dieses Cost per Lead. Wir sind immer bereit, für eine große internationale Messe 750.000 auszugeben, einen Palast hinzustellen und dann 600 Kontakte mit nach Hause zu nehmen, von denen 400 alles bekannte Menschen sind, die wir schon haben, die wir nur pflegen, denen wir einen Steak mittags servieren, ja. Und damit sind wir auch schon zufrieden. Die 200 anderen, die kennen wir in der Regel auch schon, aber wirklich Neukontakte generieren wir keine. Mit den digitalen Plattformen, die wir im Augenblick tatsächlich einsetzen und den digitalen Nutzen daraus auch ziehen, ziehen wir immer 40% ungefähr Neukontakte, die wir natürlich dann anreichern müssen mit Content, die wir dann begeistern müssen für unsere Lösungen. Und dann kriegen wir am Ende, denke ich, die Perlen auch raus. Und diese 3 Perlen, die ich aus 600 Kontakten digital vielleicht rausziehe und gebe die in Vertrieb weiter und die gehen dann einfach nur los und ernten, dann haben wir wirklich was gekonnt. Ich glaube, es ist eine riesige Chance fürs Marketing, gerade im B2B-Bereich näher an den Vertrieb hinzurücken und auch Unternehmenserfolg sichtbar zu gestalten. Und ich glaube, da liegt eigentlich so die Challenge drin. Da sind wir wirklich. Aber Kai, dass Marketing an Vertrieb heranrücken muss, sehe ich gar nicht, sondern das muss ein gemeinsames sein. Warum müssen wir uns bewegen? Ich glaube, der Vertrieb hat die viel größere Veränderungsnotwendigkeit, weil die wird es auf die Blase stellen, sage ich dir. Weil die brauchen wir nicht mehr, das können wir automatisch. Also, das muss man schon auch sagen. Da geht es schon auch ein bisschen um diese Ambivalenz zwischen Vertrieb und Marketing. Also, es muss ein gemeinsames sein. Wie ich der Meinung bin, dass man Marketing im B2B sowieso abschaffen muss, weil der Begriff so negativ, so die Coloring In und Party und Golfabteilung ist. Und das darf nicht sein. Die müssen wir wegkriegen. Bin immer gespannt, wer sich bewegt am Schluss. Gemeinsam offen. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Deshalb würde ich aber ganz gerne trotzdem nochmal zum Abschluss hin dieses Thema, ja, lass es uns Digitalisierung, lass es uns Datengenerierung irgendwie nennen, da nochmal drauf eingehen. Wo werdet ihr als B2B-Unternehmen künftig die Kunden erreichen? Wo, also was sind so, und das muss, ich rede jetzt nicht von nächstem Jahr und so, und wir sind uns, glaube ich, einig, dass Messen sich wahrscheinlich nicht komplett abschaffen werden, aber sie werden sich wahrscheinlich konsolidieren und stattdessen, wie der Kai, du es gerade gesagt hast, wird es andere Möglichkeiten und Plattformen geben. Was sind so die, was sind
für jeden von euch vielleicht so die Haupttools, mit denen ihr mittel- und langfristig arbeiten werdet? Was glaubt ihr? Andreas. Jeder mal, der Reihe nach. Also ich kann einfach gerne, also wir werden dort die Kunden erreichen, wo sie das haben wollen, weil wir aufgrund der Customer Data wissen, in welcher Region, über welches Medium, zu welcher Zeit sie das lesen wollen. Danach richten wir. Alles andere können wir uns gar nicht mehr leisten. Wir müssen dort sein. Und wir werden es dem Kunden durch die Customer Experience, durch Chatbots, durch digitale Tools so leicht machen, möglichst, und es ist auch nur eine Lernkurve, dass sie uns, wenn sie uns brauchen, finden über ein Chatbot, über ein Callcenter im Standardgeschäftsbereich und alles andere wird dann dem Kunden überlassen, dass er nicht von uns belästigt wird. Gerade im Key Account Management briefen wir schon unsere Key Account Manager, um dann mal hin und wieder auf den Kunden zuzugehen. Aber wir werden die Kunden dort erreichen mit unserem Bündel an digitalen Instrumenten, das auf Basis des Marketos Beruf natürlich beruht, wo wir dann Lead Scanning und so weiter haben. Darüber werden wir spielen. Und selektiv nur mehr Face-to-Face dann machen bei Kundentagen, wo wir den Kunden die Ehre weisen, sie einzeln ins Haus zu kommen, eben dieses VIP-Thema, diese Appreciation, du kommst zu uns, du bist uns wichtig. Also das sehe ich ein bisschen anders oder ich würde vielleicht nochmal ergänzen wollen von der anderen Seite. Ich glaube, das kommt tatsächlich ganz stark aufs Produkt drauf an. Wir sind natürlich tatsächlich auch zu einer sehr frühen Phase eigentlich beim Kunden, bereits wenn der eigentlich über seine Maschine nachdenkt und wollen natürlich in die Maschine, in die Spezifikation reinkommen. Da reicht es meiner Meinung nach jetzt nicht, nur im digitalen Raum unterwegs zu sein. Da muss man eigentlich mit den Technikern, mit den Key Accounts, in einer sehr, sehr frühen Phase auch trotzdem in ein Gespräch kommen. Und das wollen auch unsere Kunden. Also für Kunden, die in einem Projekt auf der Suche nach dem richtigen, sagen wir mal, auch dem Produkt oder dem richtigen Ansprechpartner sind, muss man eigentlich sehr, sehr früh präsent sein. Und hier haben wir die Erfahrung gemacht, da wollen die Kunden auch oder die Kontakte mit uns auch sprechen. Die wollen zu einer sehr frühen Phase abgeholt werden. Die wollen mit uns Lösungen entwickeln. Und dann geht es eigentlich erst los. Also ich glaube, es kommt darauf an, ob man natürlich Standardprodukte eher verkauft oder ob man sehr stark in diesem Engineering-Projekt oder Thema drin ist. Und da bin ich schon der Meinung, da wird jetzt der direkte Kontakt durch den Vertrieb, durchs Produktmanagement nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle spielen. Aber natürlich unterstützt durch viel, durch Konfiguratoren, auch durch Dinge, die unserem Vertrieb helfen, schneller zu sein, technische Dokumentationen zusammenzubringen, Themen quasi zu präsentieren, das ist klar. Aber grundsätzlich auch nach wie vor für mich viel, viel persönlicher Kontakt, bin ich der Meinung. Ich glaube, ich würde von meiner Seite nochmal die Sicht geben. Ich glaube, dass sich so viel gar nicht verändert. Wenn die Messen wieder zurückkommen, werden die Messen auch wieder da sein. Sie werden nur nicht den Stellewert haben, wie sie ihn vielleicht in der Vergangenheit gehabt werden. Die Budgets werden etwas kleiner sein. Die werden sich verschieben in Richtung digital. Ich glaube trotzdem, dass sie wiederkommen werden. Sie werden anders wiederkommen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und da werden wir auch spontan reagieren müssen, wie wir die dann bespielen, ob man sie größer, kleiner, flexibler mache, ob man Produktpräsentationen in den Vordergrund stellt oder ich sag mal das reine Socializing, da werden wir unsere Lösungen finden. Ich glaube, dass sich so viel von den Funktionen gar nicht verändert. Ich glaube, dass ich einfach die Bereiche verschiebe werde, wo die Schwerpunkte liegen. Werdet ihr in 2-3 Jahren sagen, Halleluja, dieses Corona-Jahr 2020 war ein super anstrengendes, natürlich auch von Zahlen, die nicht so optimal waren oder ein herausforderndes Jahr gewesen sein. Aber zum Glück hatten wir es, weil es war, hat Dinge auf den Weg gebracht, viel schneller auf den Weg gebracht, als wir es sonst angestoßen hätten. Oder ist es eher so, dass ihr sagt, Halleluja, wenn wir wieder da weitermachen können, wo wir vorher aufgehört haben, dann sind wir halt... Naja, gut. Also wenn es eine Restart-Taste geben würde fürs Jahr 2020, dann würde ich die drücken und nicht sagen, gut, dass wir es hatten, mit den ganzen anderen Randbedingungen. Ja, wenn man jetzt aber rein aufs Geschäft oder rein auf die Digitalisierung schaut, dann gibt es ja den Spruch, nichts hat die Digitalisierung so gefördert wie Corona, diese Digitalisierungsschub, Homeoffice, all die Themen drumherum. Und da ist tatsächlich die Wahrheit drin, wenn der Vertriebsmann, also oft sind die Diskussionen ja so, man war auf einer Messe und man war da jedes Jahr und es war auch erfolgreich. Und dann ist diese Diskussion weiterzudenken, an andere Alternativen zu denken und so weiter nicht gekommen. Und wie gesagt, das Budget war ja damit gebunden und damit auch die Möglichkeiten beschränkt. Und es war jetzt natürlich eine Riesenchance, auch mit dem Vertrieb zusammen, der gesagt hat, okay,
können wir nicht machen, so wie wir es schon immer gemacht haben, können wir nicht machen. Und das ist dann natürlich eine Riesenchance gewesen, auch was Neues kennenzulernen. Und ich habe Leute erlebt, die zum ersten Mal in ihrem Leben eben tatsächlich Videokonferenzen gemacht haben. Kunden auch, man darf jetzt nicht vergessen, wir reden vom Marketing, wir können ja nur so weit gehen, wie unsere Kunden auch gehen. Kunden erziehen ist jetzt nicht das Hauptthema, kann man nur geringfügig machen. Die müssen den Weg schon mitgehen. Und wir hatten ja eben auch Kunden, die zum ersten Mal Videokonferenzen machten mit den ganzen Themen. Und auf einmal hat es funktioniert. Und ohne Corona, um den Punkt aufzunehmen, wäre das nicht passiert, zumindest nicht bei den Kollegen. Wir haben aber zwei Tendenzen, die uns ja fördern im generell Digitalisierungsbereich. Ist ganz normal natürlich das Alter aller Leute, die involviert werden. Logischerweise, Digital Natives kommen mehr auf beiden Seiten, Kundenseite, Industrieseite, ganz normaler Vorgang. Und wir haben halt auch wirklich dieses Customer Relationship Management, was natürlich seit 30 Jahren gesprochen wird, aber in vielen Fällen doch nur eine Kundendatenbank ist und nicht wirklich die Touchpoints durchgeht, wirklich Relation Management macht über den ganzen Lebensweg. Und das ist doch auf einem sehr guten Weg überall, auch durch die Tools, die es jetzt gibt. Die Tools sind an und für sich ja nur ein Werkzeug, sollen es nicht vorantreiben. Aber da sind wir Möglichkeiten. Und in Zukunft wird Marketing individuelle Contents, auch im Business-to-Business-Bereich viel mehr. Wir können es eigentlich viel besser wie im B2C-Bereich, individuelle Contents ausspielen. Und das wird alles digital passieren oder überwiegend digital passieren. Live bleibt live. Wir sind Humans to Humans. Der Spruch, den habe ich vom Uwe geklaut. Humans to Humans Kommunikation. Es sind Menschen, die letztendlich entscheiden. Deswegen, wenn ich auch rechts in den Chat schaue, ja, live Events, live Messen, fühlen, schmecken, tasten, wird immer eine Berechtigung haben. Aber wie der Uwe auch gesagt hat, es wird hochwertiger sein. Es ist was Besonderes, weil wir es durch Budget und durch Zeit, alles wird knapper, reduzieren werden. Es wird einfach hochwertiger werden, wird aber durch nichts ersetzt werden. Ich würde gerne hier diese Runde zu einem Abschluss bringen. Ich merke schon, wir können hier zu fünft noch fröhlich stundenlang weiter plaudern. Das spricht ja für diese Runde. Es ist ja auch offensichtlich so, dass die Teilnehmer ganz wissbegierig sind und mitteilungsbedürftig sind. Insofern mein Angebot jetzt sowohl an euch als auch an die Teilnehmer, aber es ist ein ganz freiwilliges Angebot. Links in der Navigationsleiste gibt es den Session-Bereich und darunter findet man den virtuellen Apero, zu dem wir immer am Ende einer Veranstaltung einladen, einfach eine Plattform, um nochmal sich ein bisschen auszutauschen. Also wer von Ihnen jetzt Zeit hat, also auch von euch jetzt noch Zeit und Lust hat, sich da rein zu begeben, sehr gerne, dann sehen wir uns da gleich wieder. Ansonsten danke ich euch sehr, dass ihr da gewesen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr euch da irgendwie bereit erklärt habt, mit dem Thema zu beschäftigen und uns das Thema irgendwie darzulegen. Ich glaube, es ist ein Weg, auf dem wir uns alle befinden. Und ich wünsche euch, jedem Einzelnen, dass er für euch und natürlich auch für euer Unternehmen erfolgreich sein wird. Herzlichen Dank, dass ihr da gewesen seid. Danke. Gerne, liebe Zuschauer. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, und wir sind jetzt hier am Ende angekommen mit unserer fünften Make in diesem Jahr und unserer fünften virtuellen Make. Ich danke Ihnen und euch sehr, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr bis zum Ende jetzt durchgehalten habt. Wie gesagt, im Session-Bereich haben wir die Möglichkeit, noch mit einem Gläschen oder auch ohne Gläschen nochmal nicht nur anzustoßen, sondern vielleicht auch uns nochmal ein bisschen auszutauschen. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie gut durch die letzten Wochen des Jahres kommen, gut durch diesen zweiten Lockdown kommen, der ja uns wahrscheinlich noch ein bisschen begleiten wird. Im nächsten Jahr geht es weiter mit der W&V Make. Wir planen aktuell mindestens 4 Veranstaltungen. Ende März wird die erste sein, höchstwahrscheinlich dann noch im Digitalen. Wir werden sehen, ob wir im Laufe des Jahres die Möglichkeit haben, uns auch dann wieder persönlich zu treffen. Denn ein bisschen geht es uns ja natürlich auch wie den ganzen Messeanbietern und den Herrschaften, die gerade hier ihre Ansichten geteilt haben. Uns live und in echt zu sehen, ist doch nochmal was anderes als durch so ein digitales Tool. Sofern das oder solange das aber nicht geht, sehen wir uns hier vor dieser Kamera in diesem Tool. Ich
bedanke mich sehr, dass Sie dabei gewesen sind, dass Sie so rege teilgenommen haben, diskutiert haben, Ihre Ansichten geteilt haben. Davon lebt auch so ein Format. Wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und bleiben Sie gesund. Bis bald.